So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist Punkt 20.30 Uhr. Wir beginnen unseren heutigen Live-Ben Spät Shoppen. Und wie immer, bevor ich zur Begrüßung der Zuschauer komme, zunächst den Disclaimer an alle, die zum ersten Mal einen meiner Livestreams verfolgen. Hier wird immer ein bisschen gesappelt, es wird Unsinn erzählt, es wird nicht immer klar on point formuliert, nicht immer beim Thema geblieben. Ich erzähle auch mal vom Krieg und auch mal Unsinn, infantiler Humor und so weiter. Wer das nicht mag, den würde ich bitten an dieser Stelle. Äh, ihr, ihr schaltet jetzt besser ab. Das ja, also ihr schaltet besser ab. Das ist gar nicht böse gemeint. Der Stuhl geht auch gerade wieder nach unten. Ähm, sondern es ist einfach so, ihr regt euch nur auf und dann schreibt ihr böse Kommentare. Das muss ja nicht sein. Ihr müsst auch nicht der abonnieren. Es kommen wieder ganz seriöse Videos. Ihr könnt euch ganz fest drauf verlassen. Ich verspreche es euch. Da sind schon wieder welche geschnitten. Da kommen ganz tolle. Hoffentlich findet ihr, dass die auch toll sind. Gut. Nachdem wir des, den Disclaimer hinter uns gebracht haben, kommen wir jetzt erstmal zur Begrüßung diverser Zuschauer. Ich habe schon gesehen, der Marc ist da, der Erich ist da, ähm, dann Otto ist da, Biokatz ist da, Joachim Ghetto Menia, der Ernährende ist da, Andi mit E ist da, Burli ist da, RZZ, Havanna, Kreasus ähm, Films, Höhlenfrank, Don Carlos, ich habe den Ex-Westfalen schon gesehen und ich habe auch den zoe fahrer Soe ähm, Kona Fahrer Uwe schon gesehen und das ist auch ganz wichtig. Ähm, die beiden, dass die auch vom Betriebsrat ähm, entsprechend vertreten sind, wobei ich weiß gar nicht, ob der Soe ähm, Fahrer Kona, Soe äh, Kona Fahrer Uwe überhaupt im Betriebsrat ist. Gut, wir kommen jetzt aber erstmal, ja, zu einem Punkt. Ihr habt das bestimmt mitbekommen. Es gibt so ein bisschen Beef in der Community. Also mit anderen Worten, da ist ein Elephant in the Room, wie man so schön sagt, oder Elephant in the Room, wie ich immer zu sagen pflege. Und das müssen wir natürlich hier auch ansprechen, denn das hier ist der Family-Friendly Love Channel. Das heißt also hier nur Liebe und ähm, und Zuneigung und positive Stimmung und gute Laune. Und ich möchte keine Verstimmungen in der Community haben. Und deshalb muss ich dieses Thema ansprechen. Ihr alle wartet auch drauf, wenn ich es nicht tun würde. Ja, dann würdet ihr wahrscheinlich ähm, sagen, der Michael ist inkonsequent. Auch noch zur Info für all diejenigen, die auf ähm, Informationen zum IWSO 5 warten. Ich mache dann unten in einem angepinnten Kommentar einen Zeitstempel hin, damit ihr direkt dorthin springen könnt, wann der eigentliche Stream anfängt. Gut, und jetzt kommen wir zu dem Beef. Und ähm, da muss ich gleich sagen, äh, ihr alle wisst es. Es gibt Streit darüber zwischen dem Zoe-Kona-Fahrer Uwe und dem Ex-Westfalen, ob man denn nun in ein Weizen, in ein Alkoholfreies, ich habe hier mal was vorbereitet, ob man in ein solches Cola Light reinkippen sollte. Das meint der Ex-Westfale. Der meint also, ich habe hier schon zu viel ähm, äh, Alkoholfreies Weizen eingeschenkt. Also die beiden werden sich jetzt wahrscheinlich schon wieder aufregen. Auf jeden Fall der Ex-Westfale sagt, da muss Cola Light äh, satt rein. Und der äh, SoiKona-Fahrer Uwe besteht darauf, dass Cola Zero satt in, diese, ähm, in dieses Weizen kommt, und das spaltet die Community. Das habe ich wahrgenommen. Es gibt zwei Lager, die sich ja unerbittlich gegenüberstehen. Und ich als Vorsitzender praktisch des äh, love Channels des Family-Friendly ähm, Contents habe mir zur Aufgabe gemacht, diese beiden verbitternd sich gegenüberstehenden Gruppen zu vereinen. Und deshalb habe ich eine salomonische Lösung, die auch hoffentlich den Ex-Westfalen und den Uwe entsprechend zufrieden stimmen. Denn ich sage an der Stelle einfach, wir kippen sowohl Cola Light als auch Cola Zero. Oh! Aber ein bisschen viel. Oh, 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 es gibt Sauerei! Ja, Moment, da muss ich jetzt was unterlegen. Was nehme ich denn da? Habe ich hier noch was, was ich unterlegen kann? Ja, 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 jetzt mache ich hier mein, mein, sau ich mein, ja, der, der, das ist von der Künstlersozialkasse, das kann ich nehmen. Okay, also ich denke, dass durch diese salomonische Entscheidung meinerseits, nämlich sowohl Cola Light ins Weizen zu kippen, als auch Cola Zero, sowohl der Ex-Westfale, als auch der Uwe, sowie deren Anhänger damit einverstanden und zufrieden sind. Ich denke, das ist salomonisch. Es gibt jetzt also keinen Grund mehr, sich darüber aufzuregen. Wir haben diesen Beef damit aus der Welt geschafft. Jetzt gucke ich mal, was die Zuschauer dazu sagen. Ich nehme an, die sind begeistert, dass ich so ein salomonisches Urteil gefällt habe. Mal sehen, was sie schreiben. Hier der Höhenfrank schreibt Nein, der Ralf schreibt Nein. Was ist denn los mit euch? I schreibt der Herr Tetzlaff. Ähm, macht doch einfach Cola Classic, satt rein. Jetzt macht der Rindi noch eine neue Diskussion auf. Erstmal Grüße Rindi, schön, dass du auch da bist. Es ist ja unfassbar. Da gehört Mix rein, sonst nix, schreibt der Christian. Ja, Leute, soll ich ich kann nicht vier Flaschen auf einmal halten und dort reinkippen. Also ich hoffe, ich habe die ben Nation wieder vereint und versöhnt und ähm, wir können jetzt auch direkt dann zu dem eigentlichen Stream kommen, auf das was ihr alle auch gewartet habt. Ich muss auch mal gerade gucken, habe ich überhaupt Kopfhörer und so auch eingesteckt. Das brauche ich natürlich dann im weiteren Verlauf noch. Das heißt, wir beginnen dann jetzt langsam auch schon mal mit dem, eigentlichen, mit dem eigentlichen Stream. Moment, da klingelt das Telefon, glaube ich. Mal gucken, was ist denn da? Ach, das ist der äh, ähm, Sören Tobias. Und ähm, der hat meistens wichtige Fragen. Also ich würde sagen, ich nehme das mal an. Ja, also geht ganz schnell. Sorry, Leute. Ja, willst du nochmal ein bisschen später anrufen? Alles klar. Dann telefonieren wir gleich nochmal, wenn es jetzt so wichtig ist. Ja, okay. Ciao. So, entschuldigt bitte. Das war jetzt natürlich ein Fehler. Ähm, es gibt jetzt heute noch einen weiteren Punkt, den ich ansprechen wollte. Die aufmerksamen Zuschauer von euch haben gesehen, dass ich heute das Gewinnspiel, was es natürlich auch heute wieder gibt, abgedeckt habe ähm, mit der Flagge von Österreich. Denn ich glaube auch, dass ich bei den österreichischen Freunden wieder ein bisschen Wiedergutmachung, ähm, ja, tätigen muss, wenn ich so sagen möchte. Denn ich habe in letzter Zeit immer mal wieder Witze darüber gemacht. Der Otto ist da, der Erich ist da. Dann der Mainz da, die sind ja alle aus Österreich, sind auch treue Zuschauer und auch als Konsiliere für mich tätig. Das ist jetzt schon, ja, das wird heute wahrscheinlich schlimmer wegen äh, Sero und Cola gemixt, äh, äh, Light gemixt. Auf jeden Fall habe ich Witze darüber gemacht, dass in Österreich teilweise Leute in Kellern eingesperrt werden und das ist natürlich. Das ist natürlich Unsinn und das ist auf Dauer auch nicht witzig und ich glaube, ich habe damit das ein oder andere Gefühl verletzt meiner österreichischen Freunde und es ist natürlich auch Aufgabe des Love Channels auch die Völkerverständigung zwischen Österreich und Deutschland zu fördern und deshalb möchte ich an dieser Stelle für diese Behauptung in Österreich würden Leute im Keller eingesperrt jetzt klingelt das schon wieder, im Keller eingesperrt ähm, möchte ich an dieser Stelle jetzt, ach, was ist denn hier ja ja, hallo? Ja, grüß dich. Ja, du hast ja eben schon angerufen. Was gibt es denn? Ist es so dringend, dass du nicht warten kannst? Okay, du willst also, du willst eine, eine, ein Feriendomizil in Österreich kaufen und willst meine Expertise. Okay, dann gucken wir kurz mal danach. Also Leute, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass wir gerade mal schauen, äh, was, was jetzt genau anliegt. Okay, schick mir mal den Link per WhatsApp. Ja, ist schon am PC angekommen. Ich mach's mal auf. Okay, da können wir ja alle mal reingucken. Also, das Hörn Tobias möchte dazu meine äh, meine Expertise. Eine wunderschöne Villa am Stadtrand von Klagenfurt. Wunderbar, können wir ja mal gerade gemeinsam reinschauen. Das interessiert euch ja vielleicht auch. Wenn ihr schon so viel Geld ausgibt. Also 860.000 Euro, das ist schon ein Haufen Holz, mein lieber Scholli. Gucken wir mal. Also, ich weiß nicht, Klagenfurt ist ja schon eine teure Gegend, ne? Das sieht schon mal schön aus. Wir gucken mal in die Beschreibung. Ähm, Sie suchen eine wunderschöne Villa im Grünen und doch in unmittelbarer Stadtnähe. Das suchst du ja, ne? Ja, alles klar, dann passt das. Diese Liegenschaft befindet sich am nördlichen Stadtrand von Klagenfurt, okay. Das Haupthaus wurde 1900 errichtet, gut, aber das ist bestimmt saniert worden, 1996 zugebaut. Instandhaltungsarbeiten wurden durchgeführt, um dem Stand der Technik zu entsprechen. Das hört sich doch schon mal gut an. Das Haus verfügt über neun Zimmer, diverse Vorräume, drei Bäder, drei WCs, eine Küche und eine nach Westen hin ausgerichtete Terrasse im ersten Obergeschoss. Alles super. Zwei weitere Terrassen, eine Doppelgarage und genügend Autoabstellräume sind weitere Highlights in der wunderschönen äh, Immobilie. Äh, sehr gepflegt, Parkettböden, unter, der Neubau ist unter Keller, ca. Äh, 150 Quadratmeter, auch schöner großer Keller, das ist doch super. Und in den Kellerräumen befindet sich ein ca. 50 Quadratmeter großer schalldichter und belüfteter Raum, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Also, Sören Tobias, ich glaube, wir telefonieren doch lieber später nochmal. Das ist jetzt gerade ein bisschen unglücklich jetzt im Stream. Also, äh, ich rufe dich später an. Ach, das ist ja... Okay, also, ähm, ich denke, wir übergehen das hier mit dem schalldichten und belüfteten Raum. Wie gesagt, ich wollte mich bei meinen österreichischen Freunden entschuldigen, weil ich unterstellt habe, sie würden Leute ab und zu in Kellern einsperren. Das ist natürlich völliger Unsinn. Und ich hoffe, dass ich damit ähm, auch die Freundschaft zu den Österreichern wiederhergestellt habe. Gott, das ist jetzt aber echt ein bisschen doof gelaufen. Ähm, und jetzt kommen wir auch schon zum eigentlichen Gewinnspiel. Ähm, äh, und zwar findet bei den äh, Ben-Livestreams, also Spät immer auch ein Gewinnspiel statt. Dieses Gewinnspiel funktioniert wie folgt. Hier hinten auf dem Stuhl liegt ein Gegenstand. Diesen Gegenstand gilt es zu erraten. Und zwar genau zu erraten. Nicht so Larifari oder ungefähr. Und wer als erster den Gegenstand richtig errät, der gewinnt dann ein T-Shirt aus dem Ben-Merch. Und da habe ich für euch auch ähm, noch einen kleinen Disclaimer mitgebracht, denn die ähm, Gewinnspiele der, äh, des Ben-Spätschobens sind immer sehr einfach. Viele Zuschauer werfen mir ja vor, es wäre zu einfach und deshalb würden zu viele richtig raten und dann hätte man wieder keine Chance, äh, was zu gewinnen. Äh, aber vom Schwierigkeitsgrad her orientieren Sie sich an den leichten äh, Gewinnspielen von. Neun Live, dem legendären Sender, den es leider nicht mehr gibt. Wir hören mal rein, was hier wieder nicht erraten wurde von den Zuschauern. So, dann haben wir den Hachmeister, Hach der Meister, Hach der Meister, der Hachmeister. Wer kennt ihn nicht? Also wenn ihr hier mitradet, ihr müsst euch ungefähr auf diesen Schwierigkeitsgrad einstellen. Und zu gewinnen gibt es heute natürlich wieder ein Original äh, Ben äh, Breaking Electron News Merch. und zwar diesmal. Wer hat mir denn das hier aufgemacht? Okay, ähm, wir müssen gerade hier, das gibt es natürlich nicht zu gewinnen, sondern ich würde sagen, wir verlosen heute wieder mal einen Standard äh, Ben Breaking Electro News Merch. Ähm, natürlich in der Premium-Version. Ich habe auch unten extra nochmal in die Videobeschreibung die Links zu den Shops äh, eingefügt, damit, falls ihr es kaufen wollt, ihr das auch könnt. Das hier ist übrigens Werbung, ist auch oben links eingeblendet. ne? Es gibt dann auch auf Teespring noch mal einen Shop, wo es alles Mögliche gibt, aber das soll es dann auch schon zur Werbung gewesen sein. Und jetzt gehe ich direkt los und drehe, äh, nehme die österreichische Fra äh, die österreichische Flagge, die österreichische Flagge von meinen lieben Freunden aus Österreich jetzt von dem Gegenstand. Und ihr könnt sofort beginnen zu raden und ich kann nur raden. Seid schnell, es ist wieder super einfach und es wird innerhalb von wenigen Sekunden erraten sein. So, ich decke auf. So, Die Fahne lege ich mal hier ganz dezent zur Seite und der Gegenstand ist wieder ja von hier aus zu erkennen. Also es ist wieder super einfach. Bis ich beim Stuhl bin, ist wieder alles sehr raden, vermute ich mal. Ähm, wir gucken jetzt mal, was der Chat noch so schreibt. Also man sieht hier schon den Gegenstand und das ist wirklich super einfach heute. Einfacher kann es gar nicht sein. So, warte mal, wir gehen noch mal. Ah, der Stuhl geht immer nach unten. Gut, und jetzt fangen wir auch gleich mit dem offiziellen Stream an, wir haben jetzt schon wieder zwölf Minuten nur mit Quatsch verbracht, es tut mir leid, bu 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 bu, Ex-Westfale und Uwe sind schuld, dass ich jetzt hier wieder wegen Zero und ähm, Light extra ähm, ausstoßen muss, und zwar noch eine kleine Bitte an euch... Wer ab und zu Livestreams von Events sehen möchte, also nicht hier diesen Ben Späthoppen, der findet weiterhin auf YouTube natürlich statt. Aber wenn ihr Livestreams von Events sehen wollt, ich würde gerne äh, über meinen Zweitkanal Michael Schmidt Live in Zukunft diese Events übertragen, weil es leider dazu äh, immer wieder... Dazu kommt, dass während meiner Livestreams die mal unterbrechen und dann sind Leute von neuen Notifikationen für eine neue Livestreameröffnung genervt und deabonnieren den Kanal. Und das möchte ich verhindern. Ihr müsst also nicht deabonnieren. Abonniert bitte, wenn ihr Interesse daran habt, den Michael Schmidt Live-Kanal und dann wird eventuell irgendwann mal dort live gestreamt. Gut, und jetzt gucke ich nochmal in, ähm, in den Chat, was ihr so schreibt. Wir wollen ja hier auch nichts verpassen. Der deutsche Botschafter wurde gerade in Wien einbestellt, schreibt da Peter. Ich weiß gar nicht, was du hast, Peter. Ich habe doch heute wirklich für für einen, praktisch einen Friedensvertrag mit meinen österreichischen Freunden geschlossen. Also noch lieber, als ich das heute gemacht habe, geht das ja überhaupt nicht. Ich weiß ja, was ihr wieder habt. Ähm, leider fragt der Martin. Der Sender war eine einzige Punkt 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 zu 9 live. So, hier wird schon weiter. Ähm, Sado Maso wäre für mich Bier mit Cola zu trinken, schreibt der Niro Treiber. Also, sowas. Gegenstand österreichische Flagge mit Bundesadler made in China. Also, Felix, das war natürlich nur abgedeckt damit, das, was da jetzt liegt. Ich deute nochmal mit dem Finger drauf. Das ist der Gegenstand von heute. Hund, Katze, Maus, sagt der Herr Tetzlaff, Wir gehen mal weiter runter. Hier wird kräftig geraden. U5-Schlüssel, Räder, Ralf. Das ist natürlich, ähm, ja. Ach, ist das wieder einfach heute, schreibt der Norman. Ja, ich, also noch leichter als das kann man es nicht machen. Also das ist wirklich. Leute. Leute, das liegt wirklich nur noch an euch. Ähm, okay, jetzt gucken wir nochmal weiter. Keine Dose Cola, Benjacke, hier wird weiter fleißig geraten. Okay, aber alle scheinen schon mal zufrieden und glücklich zu sein. Und jetzt gucke ich nochmal, ich habe auch gesehen, dass schon ein paar Leute. Oh je, hier sind ja schon, ich habe ja einiges verpasst. Ich sehe, also es gibt eine neue Mitgliedschaft, die nennt sich Sappel Kaiser. Und ich sehe, dass der Itlam, der, das bin nur ich, der Marc, der Christian und die Jenny, der Joachim und der Bündelfunger, seid ihr alle jetzt zu, zu, sehe ich das hier? Ich sehe aber nicht, wohin ihr, seid ihr Sappel äh, Kaiser allesamt geworden? Das könnte natürlich sein, ich habe es jetzt nicht verfolgt, aber ich bedanke mich bei euch allen und ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende des Streams da bleiben, denn für alle Subble Kaiser gibt es eine extra Ernennungszeremonie, denn wir wollen das auch entsprechend feiern, wenn ihr die höchste Ehre erreicht, die man für Geld bei YouTube bekommen kann. Seven Vampire hat 1,49 gespendet und ein Burger ähm, Smiley, vielen Dank dafür. Very appreciated. Ähm, Oblivious hat zwei Schweizer Franken ähm, gespendet und schreibt, bei 1000 Likes ähm doch ihr es ja, sind alles Sappelkaiser geworden tatsächlich. Ist ja krass. Also ihr seid ihr habt wieder mal die Spendierhosen an, mein lieber Scholli. Ähm, bei 100 Likes füttere ich meinen Hund, sagt der Oblivius, <laughs> bitte in der Last 100 Likes, damit der Oblivius seinen Hund füttert. Das ist ja schrecklich, wenn der arme Hund ähm, äh, leiden muss. Dann der Stefan Dreier hat 2 Euro gespendet, Very appreciated. Edit und Weizencola äh, Edgars Edelkirsch gleich Goas Holbe. Was auch immer das äh, äh, sein mag, der Stefan ist Bayer, der jetzt in Österreich lebt. Äh, also von daher erkennt sich mit österreichischen Gebräuchen aus. Ich nehme an, dass das irgendwas Bayerisches, äh, österreichisches ist. Jetzt sehe ich, der Fred ist auch noch Sappelkönig geworden. Vielen Dank an alle neuen, ähm, Sappelkaiser und auch an den Fred als Sappelkönig. Wie gesagt, die Sappelkaiser auf jeden Fall bis zum Ende da bleiben. Aber jetzt erstmal an alle, very appreciated in hard times. Jetzt habe ich, ähm, äh, Sehe ich gerade, der Jürgen Hoffmann hat auch abgegradet. Was ist denn hier los? Es geht ja wie beim Dr. Disrespect. Der hatte 24 Stunden nur praktisch ein Bild mit ein bisschen Regentropfen ähm, eingeblendet und da ging es als nur Mitgliedschaft, Mitgliedschaft, Mitgliedschaft. Also was der damit verdient, das ist Wahnsinn. Also Jürgen Hoffmann ist auch Sabelkaiser geworden und der Rindy ist auch Sabelkaiser geworden. Wäre uh, ihr appreciated in Hard Times? Vielen Dank an euch, Anna. Aber jetzt lasst uns erstmal mit dem eigentlichen Stream beginnen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe ein bisschen Tränen in den Augen, so gerührt bin ich. Wir beginnen jetzt. Jetzt kommt dann auch der Zeitstempel für diejenigen Zuschauer, die wegen dem IWES U5 den Stream noch im Nachgang sich anschauen. Und zwar gibt es Neuigkeiten, die jetzt nicht ganz exklusiv sind, aber ich will sie trotzdem noch mal bringen zum IWS U5 denn dort hat der Vorverkauf jetzt begonnen, allerdings nicht online, weil, ich vermute mal, die Internetseite steht noch nicht von IWS. Erst noch mal Prost. Also ich muss sagen, Uwe und äh, Michael, also Ex-Westfale und Zoe Kona-Fahrer Uwe, das ist richtig lecker, was sie hier vorgeschlagen, oder was ich für die Versöhnung mir ausgedacht habe. Das ist richtig süffig. Fast so wie, ähm, fast so wie, na, Kölsch, genau, Kölsch ist auch sehr süffig. So, Sabbel Kasper schreibt der Friedrich hier, damit wir hier nicht nur sabbeln, sondern auch ein bisschen was Vernünftiges machen. Beginnen wir jetzt mit dem IWSU 5. Also, wie gesagt, der Verkaufsstart hat begonnen und Kunden, die sich das Auto bei den. Also, der IWSU 5 macht im Moment eine Tour durch Deutschland. Da werden verschiedene euronics händler angefahren. Euronics ist ja der Vertriebspartner von IWS und dort kann man das Auto mal live sehen und man kann es auch probefahren. Die Probefahrten sind wohl jeweils 20 Minuten lang und im Anschluss an eine Probefahrt, wie günstig, könnt ihr auch direkt einen Kaufvertrag abschließen. So jetzt muss ich hier aber erstmal die Elche ausziehen. Ich fange an zu schwitzen. Boah, keine Angst, ich habe Strümpfe an, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Ich habe ja ähm, ich bin ja ausgebildeter Profiballetttänzer, deshalb sind meine nackten Füße nicht mehr ganz so schön. Deshalb machen wir das mal so jetzt. Ah. Luft für die Füße. Gut. Ähm, wie gesagt, ihr könnt direkt auch einen Kaufvertrag abschließen. Das ist dann aber ähm, papierhaft, also nicht online. Da gibt es also ein vorbereitetes Formular und ihr könnt direkt schon bestellen. Und das finde ich ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Preise beginnen, wie bekannt, bei 37.990 Euro. Und ähm, der Premium, also es gibt zwei Ausstattungsvarianten, wird 40.990 Euro kosten. Die Unterschiede von den Fahrzeugen. Also die voraussichtlichen Unterschiede habe ich auch schon mal in einem Video herausgearbeitet, weil es äh, wurde eine ja, vorläufige Ausstattungsaufstellung geleakt. Darüber habe ich ein Video gemacht, wenn ich dran denke, verlinke ich das hier oben links auch mal. Also, der ähm, Standard ist schon wirklich gut ausgestattet. Das muss man echt sagen. Da fehlt nicht so sonderlich viel. Der könnte vielen von euch reichen. Also ich zum Beispiel, wenn ich den, den IWSU 5 bestellen sollte, dann auf jeden Fall die Premium-Version, weil dann geht auch die Heckklappe elektrisch auf und ein alter Mann wie ich. Der kann sowas nicht mehr per Hand bedienen. Okay, also ähm, nach Abzug der Prämie von 9.480 Euro bis zum Jahresende liegen die Endkundenpreise bei 28.510 Euro oder bei 31.510 Euro und das ist für so ein großes Auto, ich mache das Foto mal groß, in meinen Augen ja, schon ein Schnapp. Also, da sucht man einen Verbrenner, der da mithalten kann. Ich gehe davon aus, das wird schwierig. Ähm, aufgrund hoher Nachfrage haben wir gemeinsam mit Euronix entschieden, schon jetzt eine Vorverkaufstour in ausgewählten Filialen zu starten, sagt Alexander Klose, bei Alvis für das Auslandsgeschäft verantwortlich. Die Vorverkaufstour startet am 14. August, das heißt, das ist schon losgegangen ne, am Freitag und soll insgesamt 30 Euronix-Filialen in Deutschland besuchen. Und ich habe hier auch mal die Seite von Euronix rausgesucht. Hier könnt ihr dann die Termine und auch die jeweiligen Euronix-Niederlassungen sehen. Und euronix aktualisiert auch mehr oder weniger regelmäßig diese Seite und bringt auch dann entsprechende Updates. Und hier seht ihr auch noch mal den aktuellen Zeitplan. Die ersten Kundenfahrzeuge sollen, soweit ich weiß, im Oktober 2020 ausgeliefert werden. So steht's auch hier. Ich bin gespannt, ob IWS diesen ja ambitionierten Zeitplan einhalten kann. Auf jeden Fall die Probefahrten sind jetzt schon möglich. Ah, hier steht es ja auch. Probefaden an ausgewählten Standorten. Und das hier sind dann wohl Probefaden ab September 2020, wo dann ja schon die 2021er Modelle stehen. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber es könnte sein, dass dann. Ähm, ah, nee, hier. Hier sieht man es: Ende September 2020 geplanter Beginn. Probefaden bei auronix mit U5. Modelljahr 2021, also ab Ende September 2021. Und hier gehe ich mal davon aus, dass an allen Standorten dann eventuell nächsten nee, auch wieder nur ausgewählte. Also warum das hier zweimal steht, keine Ahnung. Also eventuell geht die Tour dann auch noch weiter oder das sind dann feststationierte U5. Das kann natürlich auch sein. Ihr müsst aber bedenken, es sind 2020er Modelle. Und dann jetzt noch ein paar neue Infos, die bisher so noch nicht bekannt waren, glaube ich. Die werden aber auch im IBSU 5 Forum, das habe ich auch unten verlinkt, werden die auch schon kräftig geteilt. Und zwar Motor 1 stellt das, glaube ich, richtig dar, denn gerüchteweise bekommt der IBSU 5 auch mehr Motorleistung, als bisher gedacht war, weil bisher war von 140 kW oder 190 PS die Rede und jetzt ist von 150 kW. Und 204 PS die Rede. Also, er bekommt mit dem neuen Antriebsstrang im 2021er Modell, was auch ein bisschen kompakter sein soll, auch mehr Motorleistung, das begrüße ich natürlich. Denn, falls ich ihn mal fahren kann, werde ich vielleicht feststellen, dass äh, so 14 PS mehr gar nicht so schlecht sind. Dann die Batteriegröße ist ja schon bekannt, aber da habe ich jetzt in der Facebook-Gruppe, war das in der Facebook-Gruppe oder im iWISO 5 Forum? Weiß ich schon nicht mehr, habe ich mir jetzt auch nicht rausgesucht. Habe ich aber jetzt gelesen, dass gerüchteweise der Akku eventuell eine höhere Energiedichte bekommen soll und damit auch eventuell etwas mehr Netto-Akkukapazität zur Verfügung steht. Aber das halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht und würde ich hier nicht bestätigen wollen. Ich gehe davon aus, dass weiterhin ein 63 kWh Akku beim IWSU5 zur Verfügung steht. Oben links in der Ecke verlinke ich, falls ich dran denke, dann auch mal das Ladekurvenvideo, was ich vom IWSU5 gemacht habe, denn ich hatte ja schon mal einen an einem Ionity-Lader erwischt und da so also ein paar Infos mir rausgesucht und dann mal eine theoretische Kurve erstellt und ich muss sagen, das was ich da gesehen habe, fand ich gut, hat mich überzeugt, jetzt nicht überragend, muss man auch ganz klar sagen, ne, aber schon so, dass man sagen kann, der iws hält mit den ja, für den Preis mit den Konkurrenten schon gut mit. Das muss man ganz klar sagen. Okay, zur Wahl stehen die Farben Gletscherweiß, Electric Blue und Aubergine. Aubergine ist übrigens diese Farbe, soweit ich weiß, das hat so einen leichten lila Ton. das sieht auch je nachdem, wie man, von wo man schaut, ein bisschen anders aus, ist auf jeden Fall eine schicke Farbe. Ähm, hier stehen nochmal die Preise auch, genau, die Mehrwertsteuer, ähm, die Maße von dem Fahrzeug, die kenne ich mittlerweile, glaube ich, auch schon auswe äh, auswendig, Ich glaube äh, 4,68 Meter lang, 1,87 äh, Meter breit und 1,70 Meter hoch. Also, es ist schon ein ganz schönes Schiff und auch deutlich größer als der Hyundai Kona Elektro. Und jetzt können wir uns zu dem Auto auch nochmal ein paar weitere Fotos anschauen, denn ich habe ja ein paar Fotos von dem Auto gemacht. Und ähm, da das Auto jetzt auch in Deutschland überall bei den Händlern unterwegs ist, ähm, zeige ich die euch jetzt auch einfach mal. Man sieht also, es gibt auch einen Frank bei dem Auto. Das finde ich super. Das vermisse ich nämlich beim Hyundai Kona. Und er hat auch Gasdruckstoßdämpfer, finde ich ganz wichtig, oder Gasdruck Dämpfer, so muss ich ja sagen, oder Haubenlifter, die dann auch die Haube offen halten. So macht das Sinn, damit man nicht mit dem Stab noch rumfisteln muss und dann die Klappe erstmal einhängt und fixiert, damit das alles funktioniert. Also, das hier ist schon mal der Frank, was ich super finde. Da passt nämlich das Kabelgedöns alles rein. Ähm, dann habe ich das nochmal ein bisschen größer aufgenommen. Ihr seht also, der geht auch noch ein bisschen runter hier. Hier sind wahrscheinlich ähm, Sicherungen, könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht, was unter der Klappe ist. Aber hier, das Teil ist natürlich nicht so schön eingepasst, ne? IWs oder das ist nicht richtig reingesetzt, glaube ich. Hier scheint auch ein Nupsi zu sein. Ähm, das kann man sicherlich schöner reinsetzen. Das war wahrscheinlich schon mal draußen. Hier habe ich dann auch euch den Kofferraum nochmal mitgebracht. Das unterscheidet sich jetzt aber auch nicht von dem, was auf der IAA zu sehen war, weil, wie gesagt, das ist das 2021er Modell. Hier nochmal den Kofferraum, ja, ein bisschen nochmal größer. Ähm, dann hier auch ne, mit normal eingestellten Sitzen der Platz hinter dem Fahrer und Beifahrer. Und ich kann nur sagen, das ist gigantisch, was das Auto an Platz und an Beinfreiheit bietet. Finde ich super. Brauche ich natürlich eigentlich nicht, aber Schaden kann es ja auch. Ein Kumpel von mir sagt immer, haben ist besser als brauchen. Und das ist bei dem Auto dann der Fall. Dann seht ihr hier auch nochmal von der Seite einen Einblick. Hier nochmal von der anderen Seite den hinteren äh, Platz, also das hintere Platzangebot. Dann hier nochmal von links Fahrerseite. Ähm, was haben wir noch? Hier habe ich dann die Mittelkonsole mal ähm, fotografiert, dass hier dieses Klavier lag. Das begeistert mich überhaupt nicht da hätte ich lieber was mattes von mir aus irgendeine Alu Optik die matt ist das ah, das gibt ist ein, ist ein ist ein Schmutzmagnet also das finde ich nicht so prickelnd aber gut es ist halt so und das haben ja viele Hersteller mittlerweile weil es soweit ich weiß die günstigste Art ist so einen Kunststoff zu gestalten und ihn ein bisschen höherwertiger aussehen zu lassen also mit anderen Worten, das ist nicht, weil es nur besonders schön ist, sondern weil es besonders preiswert ist. Aber gut, das ist halt so. Dann hier noch mal vom Cockpit ein Foto. Ne? Das seht ihr auch die Displays mal ein bisschen. Hier rechts ist dann Infotainment, hier Fahrzeugdaten und hier diesen Bildschirmbereich kann man auch wechseln. Da gibt es drei unterschiedliche Ansichten nach meinem Kenntnisstand. Hier dann auch nochmal eine Kamerasicht, da hat es halt ein bisschen geregnet, ähm, als das fotografiert wurde. Ihr seht auch hier die 360-Grad-Kamera ein bisschen, richtig toll. Also das ist, was da alles schon drin ist, serienmäßig und das hat nach meinem Kenntnisstand, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die Standardversion, die Standardversion hat das auch, soweit ich weiß, die 360-Grad-Kamera. Gut, und hier habe ich dann nochmal das IWS 5 Forum, das lege ich euch ans Herz, weil da werden viele Informationen geteilt, dort sind viele Interessierte unterwegs, viele Enthusiasten und ähm, die geben da ganz viele Informationen, auch die sie von den entsprechenden Probefahrten bei den Euronics Niederlassungen bekommen, also mit anderen Worten, da könnt ihr auf jeden Fall äh, auch mal reinschauen, das ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und der Link zu Euronics ist auch verlinkt, denn es wird euch sicherlich interessieren, bei welchen Händlern die Fahrzeuge insgesamt aufschlagen und wann. Und das seht ihr hier, das Ganze geht bis 18. September. Leider, falls ihr jetzt fragen solltet, ob ich auch nochmal eine Gelegenheit bekomme, darüber ein Video zu machen, ich vermute eher nicht. Also, ähm, das sieht im Moment eher nicht gut aus. Äh, ich habe ja schon gehört, dass äh, der Carmeniak und auch Autonotizen, die äh, bringen wohl Zeiten ein Video. Ich gehöre nicht zu den YouTubern, leider Gottes. Ich habe ja gedacht, dass ich mittlerweile auch schon ein bisschen Reichweite habe und vielleicht iWays auch ein Interesse daran hat, dass ich vielleicht auch ein Video dazu mache. Ähm, weil ich ja auch gerade das Auto kaufen will, aber die kennen mich wahrscheinlich gar nicht. Die wissen gar nicht, wer ich bin und ich habe mich auch nicht an die gewandt. Ja, muss man mal abwarten, ob ich da noch irgendwas hinkriege, aber ich bin da eher pessimistisch. Wahrscheinlich fahre ich das Auto dann auch das erste Mal, ja, wenn ich es denn gekauft habe und dann auch äh, mein Eigentum nennen kann oder wenn ich es geleast habe. Da muss ich auch noch auf die Leasing-Geschichten äh, warten. Also ich hatte hier auch nicht groß gemacht, nur hier nochmal die Daten von den entsprechenden Händlern. Ne? Wie gesagt, auf der Euronics-Seite. Und hier dann auch nochmal vom IWS-Forum. Okay, jetzt gucke ich aber erstmal, was ihr in den Kommentaren sagt, was ihr von dem Auto handelt. Und jetzt sehe ich gerade meine Güte, was ist denn hier los? Wir haben ja weitere Kaiser, also das hätte ich nicht gedacht. Ihr habt, also wie ihr mich unterstützt, da erstmal an alle. Ein herzliches Dankeschön, das finde ich echt sensationell, weil so kann ich ja weiterhin meinen Traum vom ähm, äh, vom Youtuber weiterleben. Stefan hatte ich glaube ich schon, oder Stefan hatte ich mich bei dir schon, also Stef F ist Sabbel Kaiser geworden. Very appreciated. edit. Stefan Dreier ist äh, Subel-Kaiser geworden. Very appreciated. edit. Dann der Lahn Dieter ist Sabbel kaiser geworden. Der hat mich auch angezählt, weil ich ihm das letzte Mal keinen Shoutout gegeben habe, weil er von Prinz auf Kaiser äh, auf König aufgerüstet hat. Also auch hier, Dido, vielen Dank für äh, das Upgrade. Don Carlos hat Upgradet, vielen Dank dafür, äh, Sappelkaiser. Und der Uwe hat auch Upgradet, obwohl er ja in dem Zwist liegt mit dem Ex-Westfalen. Was soll man sich einschenken? Und weil das Glas nicht mehr voll ist, möchte ich auch noch mal, um Ex-Westfalen und Uwe wirklich zu versöhnen, vertragt euch bitte und auch die beiden Gruppen an Zuschauern, die sich den beiden Redelsführer angeschlossen haben, vertragt euch, denn man kann auch beides reinschütten. Und ähm, da, da bedarf es also überhaupt keine Auseinandersetzung, was jetzt besser ist. Ne? Wir wissen alle, Cola Light oder Cola Zero gehört in ein Weizen. Das werden euch auch der Ex-Westfalen und der Uwe bestätigen. Aber was nur von beiden, meine Güte, darüber brauchen wir doch jetzt wirklich nicht zu streiten. Prost. Also vielen Dank nochmal an die Unterstützer. Ich bin echt begeistert. Dankeschön. So. Jetzt gucke ich aber erstmal, was ihr schreibt, weil ich bin jetzt dem, dem ähm, Chat ein bisschen vernachlässigt, dafür entschuldige ich mich. Ein Spaltmaß, fragte Jürgen W. Aha, äh, das wird nichts mit dem U zu wenig sexy, würde Elon sagen. Also Michael, ich glaube, sexy ist für 90% der Autokäufer nicht das wichtigste Kaufkriterium. Praktisch. Praktisch ist das wichtigste und in dem Fall auch umweltfreundlich. Und da denke ich, das erfüllt der IWSO 5, ist ein Elektroauto mit. Ja, mit einer vernünftigen Reichweite, jetzt auch keiner Sensationsreichweite, da muss man auch ehrlich sein: 410 Kilometer WLTP für den Standard und 390 Kilometer WLTP für den Premium nach aktuellem Stand. Das heißt, das ist jetzt keine Sensation, aber das ist in Ordnung. Das reicht im Alltag 99 Prozent der Leute aus, in 99 Prozent der Fälle. Und er lädt schnell, vor allen Dingen relativ schnell, deutlich schneller als der Kona. Und deshalb ist er auch absolut äh, langstreckentauglich. Wobei man halt abwarten muss, wie hoch ist der Verbrauch, wenn er natürlich 3-4 Kilowattstunden mehr braucht. Bo, 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 bo. Entschuldigung. Als der Hyundai Kona, dann äh, reicht natürlich das Ladeleistungsplus nicht aus, um das zu kompensieren, und dann wäre er langsamer auf Langstrecke. Aber wenn man bedenkt, dass ich mit dem Kona schon ähm, in Lissabon war, wobei da hatte ich auch Zeit, also das kann man auch nicht vergleichen. Äh, mein Niro gebe ich nicht mehr her, sagt der Niro treiber kann ich mir vorstellen. Niro Top Auto, genau wie der Kona Top Auto. Überhaupt die Elektroautos, die ich bisher fahren konnte. Die haben mich alle im Prinzip überzeugt. Es gibt ja auch den Ben-Index, das seht ihr ja, wie ich die einschätze. Also zum Fahren sind Elektroautos alle geiler als Verbrenner. Ist meine persönliche Meinung, da können mich jetzt auch welche versteinigen, steinigen, aber ich sehe das so. Äh, eine echte Superkarre, schreibt der Mark. Ich brauche den Platz, schreibt der kreasus Film. Äh, Platz findest du dort ohne Ende und vor allen Dingen, es gibt eine ebene Ladefläche, weil du kannst dann auch... Die Sitzbank der hinteren Sitze umklappen und dann klappt die Rücklehne ein und dann hast du eine komplett ebene Fläche. Da kann man sicherlich auch gut pennen in dem Auto. Ich erinnere nochmal an die Daumen. Schreibt die herzallerliebste mit Geld nicht zu bezahlende Jenny. Der U5 passt wohl nicht in meine Garage. Schreibt da Andi mit E. Ja, das ist natürlich schade. Ähm, die Werbung auf der 360-Kamera, also Gradkamera war aber nicht fein. Ja, da kriege ich vom Markt nachher wieder die Levin gelesen auf Twitch. Äh, gibt es auch IWS Body Shops? Nein, Jürgen, ATU macht ja alles. Muss man mal abwarten, wie das so wird. Aber ähm, Werkstattreparaturen werden ja sowieso von äh, einer Karosseriewerkstatt gemacht. Und wenn du zum Beispiel Werkstattbindung hast von deiner Versicherung, dann gehst du äh, zu der äh, äh, Werkstatt, die dir vorgegeben wird. So, äh, ich bin echt weit zurück. Schwung hat den Taycan getestet. Ja, habe ich gesehen. Äh, kannst du äh, doch zum Euronics Liste August... Kreatives Film, aber darf ich da dann ein Video machen? Ich kann sicherlich privat mal fahren, aber ja, wenn der IWS dabei ist, die werden mir wahrscheinlich die Kamera aus der Hand reißen, wenn ich da äh, drehen will. Und das ist halt auch wieder die Frage, ich könnte auch hinfahren, würde auch gerne mal mit ein paar Leuten reden, nur ne? einfach, wie hat es euch gefallen, wie gefällt euch das Auto, warum Elektroauto und so weiter. Aber dann musst du auch wieder bedenken, wir sind immer noch in den C-Zeiten, das heißt, Abstand halten, Maske tragen. Und äh, ich bin auch mal gespannt, wie Euronics das löst, denn ganz unkritisch ist das Thema ja nicht. Die müssen also auch aufpassen, dass sie alle Vorgaben erfüllen, was Hygiene und Desinfektion und bla 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 betrifft. Bu, 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 bu. Entschuldigung. So. Ich scroll jetzt mal weiter runter. Dass YouTube so eine Misshandlung eines Bieres nicht direkt sperrt. Zitze, schreibt Maren Pfeif. Also Maren ist auch eine, der gehört zu einem der Hardcore- Mitgliedern einer der beiden Gruppen. Ich weiß jetzt nicht, welche ist die Gruppe äh, Cola Light oder ist die Gruppe Cola Zero. Ich kann es nicht genau sagen. Möchte aber auch betonen: Ich habe keinen Werbevertrag mit Coca-Cola, sondern ähm, das trinke ich tatsächlich freiwillig das Zeug. Maren, aber ich kann dich nur aufrufen: Diesen Versöhnungsversuch meinerseits, nimm ihn bitte an, zeig ein großes Herz und und beendet diesen Twist wie zwischen den Montagus und den. Das fällt mir ein Name von der anderen Familie nicht ein und den Capulets genau Capulets ich glaube Capulets oder so ähnlich ähm, der Sascha schreibt nochmal naja Auto soll einem aber auch gefallen von der Optik her ja wenn ich den kaufen sollte ne, dann entweder ein weiß oder ein Aubergine und dann werden die hinteren Scheiben werden ähm, äh, mit Folie mit schwarzer Folie abgedunkelt dann klatsche ich überall Ben äh, Breaking Electro News äh, Folie drauf ne, lasse ich ihn folieren und dann äh, sieht er schon böse aus. Lass alles, was Chrom ist oder hell ist, auch schwarz folieren, damit das Auto böse aussieht. Und ich glaube, dann kann ich damit leben. Ähm, so, ich werde mal eine richtige Cola aus dem Keller holen. Sexy Mini Super Flower Pop Op Cola, alles in Afrikola. Also Folger ist Afrikola Vertreter. Äh, ATU berechnet dir dann auch einen Ölwechsel beim IWS. Das muss man abwarten, wie ATU sich da schlägt. Kann man heute nicht sagen, aber man muss auch klar sagen, ist schon eine clevere Idee von ATU, sich IWS als Partner zu holen, ist auch eine clevere Idee von IWS. ATU hat halt nicht so den allerbesten Ruf, aber sie haben jetzt die Chance, ihren Ruf zu verbessern. Und wenn man bedenkt, wenn an den Autos nichts kaputt geht, dann sieht ATU dich ja erst nach 100.000 Kilometern. Und da muss man ganz klar sagen, ähm, dann fahre ich auch gern mal zur ATU, wenn ich ein Auto überhaupt so lang fahre. Ne? Wenn ich den auch kurzfristig lesen kann, dann lease ich den vielleicht auch nur für zwölf Monate und hole mir dann wieder ein anderes Auto. Weil das halt für den YouTube-Kanal auch interessanter ist, wenn ich dann auch im Alltag mal andere Autos zeigen kann. Ne? So, ähm... Der Erich schreibt gerade, dass er für jeden Sappelkaiser in Twitch eine Liegestütz macht. Das finde ich super von dir. Und jetzt sehe ich gerade, der SESO ist ebenfalls im Sabbel als Sappelprinz beigetreten. Lieber SESO, vielen Dank. Very Eprishi Edel. Super, Dankeschön für die Unterstützung. Ähm, äh, ATU kommuniziert da aber auch nichts. Sagt Martin, ja, im Moment, ich weiß nicht, ja, ist vielleicht noch zu früh, vielleicht haben sie auch eine Sperre von IWS, wer weiß, was da dahinter steckt. Ähm, IWS wird vermutlich irgendeine Marketingstrategie äh, auch fahren. Man weiß nicht genau welche, weil im Moment halten sie sich ja sehr bedeckt mit Informationen. Das stößt auch schon zu äh, auf ein bisschen ja ähm, Unfrieden im u 5 forum die würden sich da mehr Infos wünschen, aber IWS wird wissen, was er machen. Vielleicht kommt da eine ganz geballte ähm, Marketingkampagne, muss man jetzt mal abwarten. Der Bruno fragt, wie er upgraden kann zum König. Das müsste unten unter dem Livestream eigentlich gehen bei Mitgliedschaft, aber wie genau das geht, weiß ich echt gesagt auch nicht, Bruno. Äh, nicht vergessen für jeden Sabelprinz-Abo eine. Ach das auch noch, Heini. Ich glaube, es geht los. Wir fangen jetzt mit neuen Regeln an. Ich bin heute über 80 Kilometer gefahren und war am Ende platt wie ein Turnschuh. Ich kann nicht so viele Liegestütze machen. Egal. Anderes Thema. Thema IWS 5 haben wir an der Stelle ähm, abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, ich weiß nicht, ob den so viele von euch wirklich interessiert, aber der Timo vom T&E Magazin hat mir das äh, zukommen lassen und sagte, das sei ganz heiser Punkt, Punkt, Punkt. Und ich sollte darüber auf jeden Fall was machen. Deshalb habe ich es jetzt mal in die Sendung mit aufgenommen. Ich zeige euch mal, worum es geht. Und zwar eine norwegische Online-Plattform namens Tesla Owners Club Norway hat jetzt einen Artikel rausgebracht. Ich lese mal vor. Der Tar Etter Hevert blit in hell, slicke, Meldinger, i soziale Media, ikebare her, i norge, Oksa ihr samtlich ach so die meisten von euch sprechen ja nicht so wie ich fließend ähm, norwegisch das habe ich vergessen deshalb habe ich natürlich rein vorsorglich auch das noch mal auf deutsch übersetzen lassen durch google translator das haben wir also hier ähm, äh, Sondern auch in anderen ländern insbesondere in ja, westen äh, hilfe ich habe einen schwarzen bildschirm im auto was kann ich tun das ist also das Problem. Viele von euch werden dieses Problem bei Tesla kennen, bei älteren Tesla Model S, und ich weiß auch nicht, ob X auch noch betroffen ist, aber Tesla Model S auf jeden Fall, kann es dazu kommen, dass die MCU, also irgendwie eine zentrale Recheneinheit oder ein, ein Teil dieser Recheneinheit, bezüglich des Speichers, der zur Verfügung steht, den Betrieb einstellt. Das heißt, dieser Speicher wird zu oft überschrieben und wieder gelesen und so weiter und er hält diese Belastung nicht aus. Dadurch werden die Speichermöglichkeiten auf diesem, was ist das, ein ROM, RAM, was auch immer, werden immer weniger und irgendwann kann das System gar nichts mehr auf diesem Speicher schreiben und dann bleibt der Bildschirm schwarz. Und das war bisher durch verschiedene Reparaturmaßnahmen von Tesla zu beheben. Ähm, und zwar, äh, Tesla begann die ersten Fälle defekter MCUs durch Installation brandneuer Geräte zu ersetzen, um den Kunden eine günstigere Lösung anzubieten. Ich gehe davon aus, dass hier von Kunden die Rede ist, die schon aus der Garantie raus sind. Ich weiß gar nicht, wie lange war die Garantie aufs Fahrzeug? Waren das fünf Jahre? Ähm, auf jeden Fall sind schon Fahrzeuge aus dieser Garantie raus und dann wurde es richtig teuer also um den kunden eine günstigere lösung anzubieten aber auch eine bessere zugänglichkeit zu gewährleisten haben sie nach und nach eine lösung mit überarbeiteten und aktualisierten bildschirmen eingeführt. Nach dem Swap-Prinzip. Auf diesen Monitoren waren ab Mai 2020 64 GB Speicher installiert. Nach dem Feedback von Eigentümern einschließlich des Tesla-Owners Clubs Norwegen über die Notwendigkeit einer einfacheren und vor allen Dingen preiswerteren Lösung zu finden, wenn der Fehler auf dem EMMC-Chip, so heißt es, ich habe hier in meinem Computer auch eine EMMC-Festplatte, zurückzuführen ist hat Tesla kürzlich in den USA mit einer Lösung begonnen, bei der sie nur die Tochterkarte im MCU 1 ändern. Auf dieser Karte befindet sich der EMMC-Chip. Das war aber dem Tesla-Owners-Club ähm, immer noch ähm, zu teuer und deshalb haben sie gesagt, warum nicht nur den EMMC-Chip direkt ersetzen. Ähm, und das hat Tesla abgelehnt, weil dafür gelötet werden muss und das wollen sie nicht. So, dies löst die meisten Probleme. Äh, Moment, Moment, jetzt gucke ich nochmal weiter. Da dies jedoch das Löden auf Leitplatten äh, umfasst und es kann auch andere zugrunde liegende Probleme geben, die der wahre Grund dafür sind, dass die MCU schwarz wird, haben sie sich entschieden, vollständig aufzubauen, neue Tochterkarten. Also ist jetzt nicht ganz sauber ähm, übersetzt, aber gut, äh, dies löst die meisten Probleme, die mit einer toten MCU verbunden sind. Der EMMC-Chip auf dieser neuen Karte ist 64 GB groß. Die Karte, also habe ich Unsinn geredet, also der TOCN ist mit der Lösung wohl doch einverstanden. Die Karte wird derzeit in Europa getestet und voraussichtlich im September angeboten. Preisvorstark ist circa 4000 norwegische Kronen sind das, glaube ich, für den Wechsel der, der Karte, einschließlich Teile und Arbeit. Der Preis ist noch nicht offiziell, aber ich habe es auch mal ungerechnet, das sind rund. 400 Euro, ich nehme an, netto, da kommt bestimmt die Mehrwertsteuer noch drauf. Aber ich denke, das sind gute Nachrichten für Tesla-Fahrer, die von dem Problem betroffen sind. Da sind ja auch schon zig YouTube-Videos drüber gemacht worden. Auch der äh, Rich von äh, Rich Rebuilds hat darüber was gemacht und auch eine Lösung gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Also gab es dann schon ähm, äh, Zubehörfirmen, die wohl nur diesen EMMC Speicher ge getauscht haben gegen einen größeren und aktuelleren. Also es gibt jetzt auch eine Lösung, die ihr direkt von Tesla bekommt, die auch vom Preis-Leistungsverhältnis in meinen Augen halbwegs akzeptabel ist. Jetzt gucke ich aber mal, ähm, ob das Thema für euch überhaupt neu ist oder ob ihr sagt, interessiert uns gar nicht, weil ich weiß, zum Beispiel der Ralf kann Tesla nicht mehr hören, aber ich denke, Tesla kann man auch nicht ganz aus der aktuellen ähm, Diskussion raushalten. Die ähm, äh, verkaufen ja auch weiterhin Autos. Bu, 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 bu. Entschuldigung, und zwar auch gute Autos. So. Jetzt gucke ich aber erstmal, es hat sich schon wieder was getan. Ähm, der Bruno hat zum supple König abgegradet. Äh, Bruno, vielen Dank für das Upgrade. Very appreciated in Hard Times. Also heute rums, ich komme mir ja fast vor wie der Dr. Disrespect. Kann ich bald komplett aufhören mit YouTube und äh, mich zur Ruhe setzen. Jetzt gucken wir aber noch mal, was ihr noch so schreibt. Ähm, ähm, nimm, 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 dup, dup, dup. Tesla, nicht mein Problem. Prost, Nero Driver, jawohl. Äh, Mainzer schreibt Flash, also ist wahrscheinlich der Flash-Speicher. Deflu schreibt, es auf dem Stuhl ist diesmal ein aufklappbares Instant, Sauerstoffzelt für die Twitch-Liegestütz. Ich zeige euch den Gegenstand nochmal. Äh, Ursache soll das extensive Logging auf dem EMMC sein, schreibt der Jürgen. Ja, ich denke, das ist richtig. Ich bin kein Tesla-Experte, das merkt ihr selbst. Tesla interessiert mich auch die Fahrzeuge nicht so sehr, weil die halt vom Preis her in einer anderen Liga sind, als sie für mich erreichbar wären. Und deshalb ist Tesla nicht für mich privat. Das große Thema, aber natürlich wichtiger Auto, Elektroautohersteller, keine Frage. Äh, Volker schreibt auch nochmal: Tesla hat beim Flash gespart, im Grunde kein Problem, außer man hat Temp drauf und das Logging zu hoch gedreht. Sowas ist mir heute bei einer Webseite bei Ionos passiert, Logs voll. Aha, also gar nicht so ähm, ähm, unüblich scheinbar. Das Ganze Kai Uwe schreibt gerade nochmal, Moment: MCU Media Control Unit schreibt der Kai Uwe, das ist also die die vollständige Bezeichnung, wann kommt der ID3 nach Österreich, fragt der Roman, keine Ahnung. Ähm, dip, dip, dip. Der folger schreibt, du hast ziemlich sicher eine normale SSD drin. Nein, folger ich habe eine EMMC drin. Die habe ich ja selbst erst vor drei, vier Wochen eingebaut. Ähm, warum MCU-Probleme? Tesla ist doch zehn Jahre voraus. Naja, Martin, wenn du mal bedenkst, dass das ein Start-up ist, das erst seit zehn Jahren ungefähr. Nee, bauen die schon seit zehn Jahren Autos, seit 2012? seit acht Jahren Autos baut, da finde ich, können solche Probleme echt mal auftauchen. Da erlauben sich die großen etablierten Hersteller äh, aber ganz andere Geschichten ähm, und die machen das schon ein bisschen länger. Also da muss ich zu Tesla halten. Ähm, der Wechsel des Chips kann doch in Holland erledigt werden. Ja, aber Peter, jetzt kannst du es wohl auch äh, bei jedem Tesla-Stützpunkt dann irgendwann. Ähm, äh, Erich schreibt auch nochmal für Sie, Sappelkaiser... Äh, Erich, ich bin frisch geduscht ne, nach der Radfahrt und ich schwitze jetzt schon wieder am eigenen Saft. Das kann ich nicht. Also ich würde sagen, da Otto und du, dass ihr vielleicht zusammen entsprechende Liegestütz macht. Das wollen die Zuschauer auch mal sehen. Wir können über Discord euch einblenden und dann macht ihr die Liegestütz dafür. Das ist doch mal ein Wort, oder? Eins im Chat, wenn ihr das gut findet. Ich glaube, ihr findet das alle gut. So. Ähm, nee, aber das äh, Martin schreibt jetzt Zoll nicht vergessen. Martin, das soll ja. So, wenn ich es richtig verstanden habe, über ganz Europa ausgerollt werden und du kannst das dann, wenn ich es richtig verstehe, äh, auch bei Tesla direkt, oder? Was schreiben die denn hier? Ähm, Im Laufe der Zeit wenn sie mich viele. haben wir ein Problem zu vermeiden. Äh, wo war's denn? Ist das? Ne, hier sind äh, zusammenfassend sind die Zahlen 15. August. Okay, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hier sind Zahlen auch über diese Bildschirme. Ich bin mir also nicht sicher. Weil hier oben stand noch, dass Tesla das selbst mache, oder? In einigen Fällen hat es geholfen, neue Software zu einigen, bei einigen, wo steht man, bei einigen Autos, ähm, sehe ich jetzt nicht. Okay. Die Antwort muss ich euch schuldig bleiben, aber ich hätte gedacht, dass äh, Tesla das selbst auch was anbietet und dieses, ähm, äh, Tochterboard austauscht, oder? Ähm, planen umfasst und es kann auch andere zugrunde liegen, wo, dies löst die meisten Probleme, äh, der wahre Grund dafür sind, dass die MCU schwarzen dies löst die meisten Probleme, die mit einer toten MCU verbunden sind. Der eMMC Chip auf dieser neuen Karte ist 64 GB groß. So wie ich das verstehe, also so wie es hier jetzt in der Übersetzung steht, denke ich, dass Tesla das macht, aber schreibt noch mal bitte rein, ob ich mich da täusche. Okay, ich sehe lauter Einsen im Chat, also alle wollen das, das finde ich super. Wenn nicht der Otto dauernd zwei tippen würde. Die restlichen Zuschauer finden den Vorschlag klasse und deshalb machen wir das so. So, äh, lasst ihr mal Klimaanlage einbauen. Das ist ein guter äh, Tipp, Jakob. Das sollte ich vielleicht mal tun. Äh, der Ruhrport Heinz, schaut jetzt aus der Ecke zu, der ist zu spät. Äh, fünf Minuten aus der Ecke bitte den Stream anschauen. Alle zwei in den Chat dann sagt, äh, SIW, Löhung vom Sessel. Sagt Michael Schmidt die Lösung vom Sessel, meine er wahrscheinlich. Nein, das stimmt nicht. Der Otto versucht wieder den Chat auf seine Seite zu ähm, ziehen, aber die Zuschauer sind ganz eindeutig auf meiner Seite. Gut. Dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Thema und das wird, glaube ich, viele von euch freuen. Denn ähm, ne? Wirtschaftswoche Titel, das habe ich auch von einem Zuschauer bekommen, diesen Artikel, ich habe mir leider nicht den Namen aufgeschrieben. Ich nenne ihn mal John Doe. Also vielen Dank, John Doe, für diesen Artikel und den Hinweis. So, ich muss auch mal meine Pumas Socken schön in, in die Kamera halten. Seid froh, dass ihr nicht die, die Füße sehen müsst. Wie gesagt, ähm, 20 Jahre Ballettausbildung, die hinterlässt halt ihre Spuren. Was ist denn jetzt los? Warum, warum, warum macht er denn jetzt hier eine riesige, äh, hä? Habe ich hier weitergeklickt? Was ist denn das für ein Kack? Hier, also, Wirtschaftswoche schreibt, warum immer mehr Händler Ladestationen für E-Autos einrichten. Immer mehr Supermärkte er errichten Ladestationen für E-Autos, auch Aldi Nord. Liebe Freunde im Norden, einmal ein Hurra, darauf einen Schluck äh, äh, Ex-Westfale und Zoe Kona Fahrer Uwe äh, Weizen. Ähm, Peter, du darfst gerne von der Ecke aus zuschauen und du wirst aber sehen, dadurch wird es auch nicht einfacher, denn es ist schon so einfach, dass es jeder erraten kann, das Rätsel. Der, ähm, Peter möchte nämlich das Rätsel mal direkt sehen, den Gegenstand, aber wie gesagt, das ist gar nicht nötig. Noch offensichtlicher als das kann es gar nicht sein. Also, gute Nachrichten für unsere Freunde im Norden. Auch Aldi Nord beginnt jetzt mit dem Ausbau dieser Ladesäulen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht das Bild zeige. So. Nach Aldi Süd will auch der lebensmittel Aldi Nord seinen Kunden künftig Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung stellen. Man bereite einen kundenorientierten Aufbau von Lademöglichkeiten vor, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Jetzt halt die Frage, zwei Fahr äh, äh, Typ 2 oder auch wieder Triple Charger, so wie bei Aldi Süd. Triple Char Charger sind natürlich eine schöne Sache, denn da kriegt man das Auto ziemlich vollgepumpt während des Einkaufs. Das Schwesterunternehmen Aldi Süd betreibt nach eigenen Angaben bereits ein deutschlandweites Ladenetz von 94 kostenfreien Elektrotankstellen auf Filialparkplätzen. Das ist aber dann nicht deutschlandweit, sondern das betrifft Süddeutschland, weil Aldi Süd ist ja im Norden gar nicht ja, tätig, wie schon der Name sagt. Rebe verweist auf eine ähnliche Größenordnung von rund 100 Märkten mit Ladestationen. Da ist jetzt bei uns in der Region noch nichts vorhanden. Ich weiß auch, ob bei euch da was ist. Bei uns, wie gesagt, nicht. Der weitere Ausbau sei in beiden Unternehmen geplant, würde aber erschwert durch den nach wie vor hohen bürokratischen Aufwand. Wie es bei Aldi Süd heißt. Auch Wettbewerber Lidl stößt auf Probleme. Man muss aber auch dazu sagen, die Einzelhändler machen das nicht ganz freiwillig, denn das resultiert auch aus gewissen äh, zukünftigen baurechtlichen Auflagen. Hier sind dann nochmal Stückzahlen genannt. Ähm, äh, an einigen Standorten hat auch die unzureichende Netzleistung den Ausbau gebremst. Also, das betrifft dann sicherlich die D Triple Charger. Ikea hat ja bereits in 53 Einrichtungshäusern entsprechende Lade Ladestationen. Also, es tut sich auf jeden Fall was. Ähm, jetzt gucken wir mal weiter, wo das steht. Ähm, hier hat dann Wirtschaftswoche das ausgeführt. Tatsächlich erfolgt der Ausbau der Ladeinfrastruktur im Handel nicht ganz freiwillig. Die Unternehmen bereiten sich damit auch auf das im März vom Bundeskabinett beschlossene Gebäude Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz vor. Puh! Auch ein ganz schön langer Name für ein Gesetz. Es sieht vor, dass ab 2025 alle Nicht-Wohngebäude mit mehr als 20 Fahrzeugstellplätzen mit mindestens einem Ladepunkt ausgestattet werden müssen. Für, Neubau für Neubauten gelten noch höhere Anforderungen. Und ähm, dann hat jetzt äh, äh, EHI Retail Institut ausgerechnet. Unsere Hochrechnung ergibt, dass rund 6000 Verkaufsstellen mit mehr als 10 Stellplätzen kurzfristig mit einem Ladepunkt ausgestattet werden müssen, wenn das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz -E in Kraft tritt, sagt Laura Fleischmann, Expertin für Energiemanagement vom EHI Retail Institut. Ähm, Und 39% der Handelsunternehmen blieben in ihrem Finanznetz Grundsätzlich schon heute mindestens eine Lademöglichkeit an, heißt es in der Studie. Das war mir auch neu, das habe ich noch nicht wahrgenommen. Deutschlandweit verfügt die Branche damit über rund 1000, meist halböffentliche Ladepunkte. Das heißt also, diese Ladepunkte sind dann nicht 24-7 zugänglich, beziehungsweise funktionieren halt nicht 24-7, die laut der EHI-Umfrage rasch ausgebaut werden sollen. Wichtigstes Motiv ist dabei, die Kundenbindung durch mehr Service zu stärken. Erst an zweiter Stelle folgt die Gesetzgebung. Gut, kann man sicherlich jetzt drüber diskutieren. Aber was ich damit sagen möchte, ich weiß nicht, ob der ein oder andere ähm, das heutige Video von mir wahrgenommen hat. Ich habe ja ein Video online gestellt. Also, ich hatte jetzt auch schon nochmal da. Ähm, ähm der Robin hat mir nochmal eine kurze Rückmeldung gegeben, weil ähm, das Video betrifft eines seiner Videos. Also er ist damit einverstanden, wie ich das dargestellt habe. Hat das auch als fair angesehen. Ich habe mir auch Mühe gegeben, das fair zu gestalten. Und zwar hier zeige ich euch das nochmal. Das Video heißt die Wahrheit über die Ladepreise. Der Robin hatte halt eine Liste von einem. Agent M habe ich es genannt, zugespielt bekommen und hat die mal dargestellt. Und ich habe da so ein bisschen anders gerechnet, kommt zu etwas anderen Ergebnissen, ist natürlich auch wieder stochern im Dunkeln. Wir wollen dann auch auf Twitch nochmal über das Thema reden. Das wird dann also eins der Themen sein, die wir auf Twitch behandeln. Auf jeden Fall empfehle ich euch das Video auch, ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen hektisch von mir gemacht. Aber inhaltlich glaube ich, bis auf ein, zwei kleine Fehler, ist es durchaus in der Tendenz anschauenswert und auch in der Tendenz glaube ich, inhaltlich nicht ganz verkehrt. Ähm, und da möchte ich an dieser stelle auch noch mal durch diesen artikel in der wirtschaftswoche den mir ein lieber zuschauer dessen name ich mir nicht aufgeschrieben hat habe, äh, habe hat zukommen lassen ähm, nochmal darauf hinweisen leute es gibt weiter hoffnung es kann also sein oh, 21 22 aber wir sind noch gut in der zeit es kann also durchaus sein dass in eurer nähe auch bald eine ladesäule aufpoppt bei einem einzelhändler und ihr vielleicht für einen günstigen Preis beim Einkaufen euer Auto vollladen könnt. Im Idealfall natürlich kostenlos, aber das führt halt auch zu einer sehr hohen Auslastung der Ladesäulen. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Einzelhändler auf Dauer da kostenlose Angebote unterbreiten. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich lade bei Aldi, dann gehe ich auch dort einkaufen und dann kaufe ich auch für mindestens 20, 30 Euro ein, auch mal 40 oder 50 Euro. Also, in meinem Fall hat Aldi auch was davon, denn ich sage ganz ehrlich, ich würde nicht bei Aldi einkaufen, wenn die Ladesäule dort nicht stand. Denn, bo, 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 Entschuldigung, ich habe jahrelang nicht mehr bei Aldi eingekauft, weil ich die Geschäftspolitik nicht ganz so gut fand. Aber als die Ladesäule dann kam, da hat wieder das Sparbrötchen gewonnen und da habe ich mir gesagt: gut, wenn du das Auto umsonst laden kannst, dann kaufst du jetzt auch bei Aldi wieder ein. Muss man auch belohnen, so ein Engagement. Und ich hoffe, Sie machen das noch möglichst lange. Jetzt gucke ich aber mal, was ihr dazu sagt. Ich glaube aber, dass solche Angebote auch vielleicht ein bisschen Druck zumindest auf diese Langstreckenangebote der Ladesäulenbetreiber ausübt, die jetzt schon bei den Preisen richtig zu lang. Ihr wisst unter anderem, wen ich da vornehmlich meine. Fängt mit I an und hat irgendwas mit Nie im Namen. Da bin ich nämlich echt sauer auf den Laden. Und das ändert sich auch nicht. So, wir gucken mal. Ähm, IKEA hat vor allem mehrere 20 kW CCS. Ja, stimmt Chicky, wie ich habe auch schon einmal bei IKEA geladen. Bin dann reingegangen, habe schön ausführlich gefrühstückt und bis ich rauskam, habe ich festgestellt, dass der Ladevorgang abgebrochen war nach 10 Minuten und kaum Strom im Auto gelandet ist. Das war damals halt ein bisschen Pech. Bündelfung sagt einen guten Punkt. Wenn die auf ihre riesigen Dächer Solarpaneele legen würden, hätten sie auch Leistung, äh, genug Leistung vor Ort. Es gibt ja auch viele dieser Filialen, die eine PV-Anlage am Dach haben. Das wäre natürlich konsequent, auch alles vollballern mit Solar, dann haben sie im Idealfall über beide Teile äh, des Jahres eigenen Strom, den sie dort kostenlos abgeben können. Für den müssen sie dann halt EEG-Umlage noch zahlen, aber das ist so wenig im Endeffekt dass ich das als Werbe, als Marketingmaßnahme dann für Aldi durchaus lohnen würde. So ist meine Meinung. Ich denke, das wäre eine vernünftige Investition in die Zukunft. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, es hat sich auch wieder was getan. Wir haben einen weiteren Supple-Kaiser, den Alf. Vielen Dank für die Unterstützung, lieber Alf. Der Alf, der guckt uns irgendwo aus dem Weltall zu, nämlich Alf steht für außerirdische Lebensform, wenn ich das richtig äh, interpretiere. Und er hat mir auch schon mal geschrieben, wenn ich nicht das und das mache, dann würde er die Erde zerstören. Ich habe dann das gemacht, was er wollte. Ich habe also den Planeten gerettet. So, der Heini hat 5 Schweizer Franken äh, springen lassen. Er schreibt kaltes Duschwasser für nach den 50 Liegestützen bei. Das, das wollen nur wenige Unruhestifter mit den Liegestützen. Ich mache Liegestützen wie immer. Wenn einer einen ähm, Sub da lässt auf äh, Twitch. Und wenn jemand 1.000 äh, äh, nach Cheers äh, Punkt, äh, spendet oder wie auch immer das heißt, dann gibt's Liegestütz. Aber doch nicht, wenn hier auf YouTube was passiert. Ich mache ja extra eine alternative Plattform, damit ich unabhängig bin von YouTube oder von Twitch jeweils äh, gegenseitig. Und jetzt wollt ihr mich hier fertig machen gesundheitlich. Aber vielen Dank für die 5 Schweizer Franken, Heini. Der Elektrofan Kai hat 5,55 Euro sprechen lassen und sagt, für ein Eis bei der nächsten Verbrauchsfahrt gerne U5. Elektrofan Kai, vielen Dank. Da übrigens als Info für euch: Ich habe schon Pichot E208 jetzt an der Angel von einem Zuschauer, der kommen möchte, finde ich super. Und ich bekomme voraussichtlich, wenn es diesmal klappt, schauen wir mal von Hyundai am Donnerstag den Kona, das 2020er Modell, und dann werde ich den auch nochmal über die Strecke jagen, weil ich habe ja bisher eine Verbrauchsfahrt mit meinem gemacht, mit offenen Felgen und das 2019er Modell, und jetzt gucken wir dann mal, wie denn der Unterschied ausfällt, wenn man ein Modelljahr 2020 mit geschlossenen Felgen hat. Ich hoffe, er hat die Serienbereifung, aber davon gehe ich mal aus. So, wir gehen mal weiter runter. Ähm, also, Kreasusfilm hat das Video gesehen mit den, ähm, der Wahrheit über die Ladetarife, ne, Ladepreise. Ähm, äh, mal gucken, wir haben in Bottrop, bei Lidl, in Hüngsel, bei Aldi Süd jeweils einen Triple Charger und das im Ruhrpott. Also Rohport Heinz hat da viele Möglichkeiten, aber ich gehe mal davon aus, Heinz, du kannst bestimmt bestätigen, dass die Auslastung da auch schon sehr hoch ist. So, ähm, Ikea in Brinkholm Stur hat 20 kW CCS. Ähm, Video ist gut, sagt der Thomas. Danke, Bayer Waldler. Very appreciated. Ein Lob. Bei uns hat der Lidl C CS Shademo und 22 kW Typ 2 Lader auf dem Dach riesige Solaranlage genau wie der neugebaute Aldi der aber keine Lader hat. Aber Alexander, dann wird der Aldi vielleicht auch bald nachziehen. Ne? So der Uwe schreibt Moment, jetzt war gerade vom Uwe, das habe ich jetzt aber nicht mitgekriegt, wo war's denn? Ist wieder weggesprungen. Das mit dem Abbrechen, was? Das mit dem Abbrechen der Ladung ist Schmittis Problem. Ja Rindi, in dem Video mit den Poschmanns hat man ja dann auch dieses Problem hatten wir übrigens nur, also in dem Video, wo wir den E-Golf abgeholt haben. Ich bin ja hab die Familie Poschmann bekleidet. Und auf der Rückfahrt äh, habe ich gesagt, wir fahren nicht zu Ionity, sondern wir fahren nach Kassel rein, weil direkt neben der Autobahn ist bei einem Peugeot-Händler eine Ladesäule und dort laden wir. Und was mussten wir feststellen? Der Parkplatz war zugeparkt, keiner hat geladen, sondern einfach nur Autos dort abgestellt. Und der Mitarbeiter, den ich angesprochen habe, war nicht bereit, das Auto wegzufahren. Er hat gesagt, ja, irgendwann will ich dann mal das E-Auto aufladen. Also, boah, da, da habe ich gekocht. Da war meine Laune absolut im Keller. Und dann sind wir halt einen runden Kilometer weitergefahren. Da war dann von VW eine Ladesäule, die war auch frei. Da hat mir dann aber ein Zuschauer geschrieben, dass auch diese Ladesäule wohl öfter von E-Trons zugeparkt ist, die dort auch nicht mehr laden. Also mit anderen Worten, das ist noch ein schwieriges Thema. Aber dieses Problem hatten wir nur, weil wir nicht zu Ionity gefahren sind. Sondern zu diesem Peugeot-Händler, zu deren Triple Charger. Aber ich wollte halt auch der äh, Familie Poschmann direkt ins Gewissen reden und zeigen, dass es eigentlich kein Problem ist, auch ohne Ionity durchzugehen, äh, durchzukommen mit dem Elektroauto. Und dann ist es gleich in die Hose gegangen. Ja, es passiert, ne? So, ich gehe mal weiter runter. Äh, bei mir läuft, sagt der Rindy. Wunderbar, wenn es bei dir läuft. Da bin ich mal gespannt. Ich befürchte, der E208 schneidet nicht so gut ab. Kimi. Abwarten. Ich finde auf jeden Fall, dass der E208 ein richtig schönes Design. Das wäre jetzt ein bisschen ein längeres bu, 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 bu. Ähm, Entschuldigung, ähm, ich finde, dass der richtig schön Design. ist. Das gefällt mir richtig gut, das Auto. So. Ähm, ähm, ähm. Ähm, mal weiter runter ging, jetzt sehe ich gerade. Der Bündelfunker, der hat heute Audi Spendiosen an. Mein lieber Scholli. Für den Erhabenen zur nächsten Weltrettung hat 10 Euro springen lassen, lieber Bündelfunger. Vielen herzlichen Dank dafür. Ihr habt heute echt die Sprintierhosen an. Also wenn es so weitergeht, jeden Stream, dann habe ich in äh, kürzester Zeit einen Taikan vor der Tür stehen, um vor den Nachbarn angeben zu können. Ich bin da auch am diskutieren bei Robin, sagt Alf. Also, Alf ist auch engagiert. Bitte, lieber Alf, zerstöre nicht unseren Planeten, nur weil du mit der Kalkulation vom Robin, beziehungsweise vom Agent M nicht einverstanden bist. Du kannst ja zum Trost mein Video schauen, da wird's vielleicht ein bisschen, zumindest nach meiner Meinung, etwas realistischer dargestellt. Also bitte keine Laserkanone auf die Erde richten. So, kann mir einer beantworten, wie ihr auf 400.000 Kilowattstunden pro Säule im Jahr kommt? Das habe ich, ähm, ähm, im Video schon gemacht, Kelvin Orlando. Aber ich schlage vor, du schaust dann gleich noch auf Twitch rein. Dort werden wir uns die Excel-Listen noch mal genauer anschauen und ihr habt dann auch die Möglichkeit, noch Korrekturen anzubringen, wenn ich was falsch dargestellt habe, weil der eine oder andere Zuschauer ist der Meinung, dass ich bei den Netzentgelten zum Beispiel Fehler drin habe. Und da schauen wir uns dann nachher auf Twitch an. Da kannst du ja noch mal fragen. Ähm, so, E208 ist ein superschöner Kleinwagen, da gibt es mal nichts zu meckern, sagt auch Analog-Nexus, der hat Ahnung. Okay, VR ist das Auto zu klein und verbraucht zu viel, größer ist der 2008, aber auch der verbraucht zu viel. Das ist aber noch nicht klar, VR, muss man mal abwarten. Ich glaube, da gibt es noch keine offiziellen Verbrauchstests. Ähm... Bei mir läuft's auch, lauwarm, den äh, Rücken runter, schreibt da Andi mit E. Einen Taycan kannst du nur gebrauchen, wenn du zum Golfclubhaus fährst. Ja, und das wird bei mir nie, nie passieren. Deshalb stündet der bei mir auch nur vor der Haustür, ähm, zum Angeben. Und mit dem IWS 5 würde ich meine täglichen Faden absolvieren. Weil da steigst du auch deutlich bequemer ein. Und du sitzt auch schön in dem IWS O5. Und in dem Porsche Taycan ist halt ein Sportwagen. Aber das ist mit fast 50, also ich gehe auf die 50 zu. Ich weiß, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr denkt euch alle, Mensch, der ist doch maximal Anfang 20. Nein, aber ich bin schon 47, also schon ein alter Kerl. Und ich mag es mittlerweile echt komfortabler. Und deshalb ähm, ziehe ich den so 5 davor. Ähm, äh, ah, gute Frage von ElektroBetty. Da müssen wir gleich auch nochmal drauf hinweisen. Aber das mache ich jetzt einfach mal zwischendrin, weil sonst nachher vergesse ich es wieder. Nochmal die Bitte an alle Kanalmitglieder, ob Sabelprinz, Prinz, Sabbel König oder Sabbel Kaiser, egal. Bitte scrollt im, also im Community-Bereich, da gibt es einen ähm, Post, der nur für die Mitglieder sichtbar ist. Da gibt es eine Excel-Tabelle, die Sandy hat eine super Idee, die möchte ein Design machen mit allen, die da drauf wollen, also alle ähm, Kanalmitglieder und auch die Patreons natürlich. Und auch wenn jemand PayPal-Unterstützer ist und mit drauf will, schreibt mir eine Mail, dann nehme ich euch da auch mit drauf, wenn ihr nicht auch Kanalmitglied seid oder Patreon. Die sollen alle namentlich dort drauf und dann wollen wir so ein Community-T-Shirt machen, wo wir halt alle draufstehen und das in einer Crowdfunding-Kampagne auf Seatshirt, weil dann werden die T-Shirts richtig preiswert, dann muss man wirklich nicht viel Geld ähm, investieren. Das ist natürlich Non-Profit, wenn ihr das wollt. Community-Bereich. Ich werde dann morgen auch nochmal den Post nochmal ganz neu einstellen und dann hoffe ich, dass die Jenny da was designt, weil ich persönlich könnte nur die Namen rüber kopieren. Das sieht dann natürlich nicht schön aus. Äh, die Sandy, sag ich schon. Warum sage ich Sandy? Sandy Heavenen, genau so weit bin ich schon. Die Jenny. Die Jenny natürlich und nicht die Sandy. Oh je, die Jenny wird mich killen dafür. Die killt mich. Oh je, schreiben auch alle Jenny, nicht Sandy. Oh je, die killt mich. Wenn die das hier sieht, das muss ich nachher rausschreiben. Oh je, oh je, sie ist auch da. Verdammt, sie hat's mitgekriegt. Oh je, oh je, oh je, jetzt muss ich leiden, glaube ich. Sandy von Flipper, nein, Sandy nennen, die haben wir nämlich mal gestreamt und deshalb habe ich immer wieder Sandy im Kopf. Also Jenny, es tut mir aufrichtig leid. Was für eine Katastrophe. Das ist das Allerschlimmste übrigens, was einem passieren kann, wenn man einen Frauennamen verwechselt. Dafür muss man, ich glaube, alle, die verheiratet sind unter euch, denen sowas schon mal passiert ist, aus welchem Grund auch immer, die können das bestätigen. Jenny, Jenny, Jenny. Darin, die ist auch äh, verärgert. Und der Ralf... Äh, der Ralf ist Ralf hat's gefallen. Michael gerade aus dem teenager alder entwachsen. Also Jenny, es tut mir leid. Oh Gott, ich hab echt Schiss. Jetzt fange ich richtig an zu schwitzen. Jetzt läuft mir die Brühe richtig runter. Weil ich Schiss vor der Jenny hab. Gut, wir gehen ganz nonchalant über dieses Thema hinweg. Ich glaube, dafür kriege ich keinen Applaus. Oder? Kriege ich Applaus? Doch, begeisterte Zuschauer. <laughs> oh je, dafür muss ich leiden. Wir kommen zum nächsten äh, Programmpunkt. Äh, ich hoffe nur, dass Jenny nicht über irgendwelche Raketencodes verfügt, dass sie mein Haus bombt. Ähm, wir kommen zum nächsten Punkt und jetzt auch schon zur Community Corner. Und da haben wir eine Mail vom lieben äh, Smart Andy, die dann auch noch ergänzt wird durch Fotos von Marcelinho. Denn Smart Andy schreibt: Oh, erhabener, richtige Anrede. Möge er die Güte haben, einem wurmgleichen Sappelprinzen die Ehre zu erweisen. Gut, so will ich das nicht formulieren, das ist die Formulierung vom Smart Andy. Bildnisse einer badischen Edelkutsche zu überbringen, laut Auskunft des edlen Steuermanns hat das Gefährt einen 68 Kilowattstunden großen Speicher, der mit der Kraft von 150 Pferden gefüllt werden kann. Die Frage, wann der Erbauer seine Kutsche dem gemeinen Fußvolk zum Erwerb anbietet, konnte leider nicht beantwortet werden. Untertänigst bitte ich um eine Erwähnung in den Breaking elektronews Lieber Smart Andy, das sei an dieser Stelle gewährt, dieser Wunsch. Ich erwähne dich in den, ähm, in den Breaking Electro News Livestream und ich möchte sagen, diese Unterwürfigkeit möchte ich von keinem Sabbel Prinzen, keinem Sabbel und keinem Sabbel Kaiser mehr äh, hören. Wir sind alle Blaublüter, wir gehören dem ähm, Sabbel an und damit ist Unterwürfigkeit überhaupt nicht erforderlich. So müssen Zuschauer schreiben, <laughs> die keine Kanalmitglieder sind. <laughs> okay. Wir kommen jetzt dann auch ähm, zu dem ersten Foto. Wir sehen also hier, es handelt sich, wenn ich es richtig einschätze, um einen Mercedes EQC. Und ich muss ja sagen, das Design von Mercedes hat mir in den letzten Jahren immer besser gefallen. Entweder das Design ist schicker geworden oder ich werde einfacher älter und äh, wachse damit in die Kundschaft von Mercedes rein. Wir haben natürlich noch weitere Fotos. Hier nochmal eins von der Seite. Gut, die Felgen, da kann man drüber streiten. Da bin ich jetzt nicht so begeistert. Er ist auch recht hochbeinig. Aber gut, es ist halt auch wieder ein SUV, ne? Darf man nicht vergessen. Damit ist natürlich auch ein bisschen Bodenfreiheit gewünscht. Hier nochmal vor hinten. Das sieht man natürlich jetzt nicht ganz so viel. Über das Kennzeichen reden wir jetzt mal nicht. Ähm, und dann hat der liebe Mark das Auto auch nochmal beim, also jetzt ein anderes. Oh, das ist das gleiche. Mal gucken. Nee, ist ein anderes. Ähm, beim Laden erwischt. Der ist ja auch schon zugelassen. Klar, ist ein anderes. Und ähm, hier links das Auto von Mark. Ähm, da auch schöne Grüße an den Markt nochmal mal raus und ähm, von dem Auto habe ich ja auch ein Video gemacht 160.000 Kilometer mit dem Ioniq, das ist auch richtig gut angekommen und mittlerweile könnten wir schon eins machen 172.000 Kilometer mit dem Ioniq, weil der Markt schrubbt richtig Kilometer. So und dann hat er das auch noch mal von der Seite fotografiert. Die Felgen sind auch wieder Geschmackssache, aber wahrscheinlich auch wieder relativ effizient. Und er hat den Innenraum auch noch mal fotografiert. Da muss ich aber sagen, nichts Neues. Das ist so wie in den Verbrennerversionen. Muss ja auch nicht immer irgendwie extravagant sein. Dann haben wir hier. Das hat der ähm, Mark auch noch mal netterweise geschickt. Beziehungsweise hat mir Erlaubnis gegeben, das zu veröffentlichen. Hier links sehen wir den Ionic beim Laden, wenn ich das richtig ähm, einschätze. Und rechts sehen wir den EQC beim Laden. Also der Ionic hat noch nicht richtig angefangen. Ne? Der geht hier dann auch noch hoch auf 70 kW. Hier haben wir den ähm, Mercedes EQC mit 109,6 kW bei 41 Prozent. und da muss ich sagen, mein lieber Scholli. Das ist nicht schlecht. Also da hat Mercedes da auch was richtig gemacht und wir sehen dann auch, dass er auch bei 56 Prozent immer noch mit 101,9 kW lädt und das bei einem 68 Kilowattstunden Akku, da geht an meiner äh, an meiner Stelle jetzt auch mal ein Shoutout an Mercedes raus, die mir aber schon geschrieben haben, dass sie mir keine Testfahrzeuge zur Verfügung stellen, denn mein Kanal erfüllt nicht die Qualitätsstandards, die man bei Mercedes anlegt. Leider Gottes. Oder die Mengen, also sie haben es nicht genau geschrieben, ob es jetzt eine Qualitätsfrage ist oder eine Größenfrage, aber ich bekomme von denen keine Testfahrzeuge. Trotzdem bringe ich das Auto hier, weil es einfach ein weiteres Elektroauto ist, was die Auswahl vergrößert. Und ich freue mich darüber, dass äh, Mercedes so ein Elektrofahrzeug auf die Straße bringt. Gut, warum lädt er 13%? Prozent, äh, Moment mal, warum lädt er denn so langsam? 11%? Ist wieder nicht links der EQC sein? Ne, kann ja nur rechts sein. Aber warum lädt denn der 1,26 und da ist er bei 20,49? Wie geht denn das? Das musste mir der Marc aber mal erklären, weil der I Ionic hat hier ja noch gar nicht richtig Fahrt aufgenommen. Hä? Bin ich doof? Hat die Ladung abgebrochen, Marc? Vielleicht kannst du das nochmal schreiben, verstehe ich gerade nicht. EQA! Ist ein EQA, ich entschuldige mich. EQA! Oh, wieder ein Fehler, aber das hier ist keine BN-Ausgabe. Also ihr braucht gar nicht anzufangen, mir da Errormeldungen zu schicken. Livestreams zählen nicht, hier kann natürlich auch mal ein Fehler passieren. Es ist natürlich ein EQA. Vielen Dank für den Hinweis, lieber Thorsten. Und er hat auch gleich 2 Euro springen lassen. Very appreciated. Dankeschön, Thorsten, für die 2 Euro und für den Hinweis. So, jetzt gucken wir noch mal, was der, der Stream, der Chat über dieses Auto sagt. Ähm, 23 ist die Lieblingszahl. Was soll das denn heißen? Ähm, EQA. Ah, okay, hier werde ich schon äh, korrigiert. Dankeschön. Solange nicht, äh, du nicht den falschen Vornamen geht's noch, sagt er, das Vampire, da gehe ich nicht weiter drauf ein, die Jenny redet eh kein Wort mehr mit mir, also falls irgendwas mit dem Michael Schmidt geschieht, ich habe nichts gesehen hier versenkt immer noch die Ben-Redaktion, haha, <laughs> I found den error in der hier wird niemandem irgendeine ähm, eine Bluttat oder irgendeine Gewalttat angetan wir alle sind friedlich, wir alle sind harmonisch und ich möchte auch nochmal um das zu unterstreichen dass das hier ein family-friendly äh, YouTube-Kanal ist und auch Ex-Westfale und zoe äh, Uwe zukünftig gut miteinander auskommen. So, ich muss nur aufpassen, dass ich auch nicht umschmeiße. Habe ich jetzt nochmal ein bisschen Zero und Cola Light nachgefüllt. Auf ein friedliche, eine friedliche Koexistenz beider Lagos, sowohl des Cola Light Lagers als auch des Cola Zero Lagers. Prost! 23 ist die Lieblingszahl vom Ralf, was auch immer das heißen mag. Du wirst älter, schreibt an die, Ja, keine Frage. So, wir gucken mal weiter. Schlappencam, was ist mit der Schlappencam? Soll ich mal groß machen? Wollt ihr mal die ganzen Schlappen in ihrer Schönheit sehen? Moment, wir können ja auch mal so ein bisschen zurück. So, über die Hirsche. Oh, oh, Moment, das war jetzt, das war doof. So, okay. Füße wieder drauf. Na, gut, passt so ähm, ich lese nochmal weiter, Nix EQC 25 Liegestütze, ja, ja, ihr könnt mit euren Liegestützen, ihr könnt mich immer zweimal mehr, es ist ein Mercedes, äh, äh, Jenny, wollte da wollte die Maren schreiben wahrscheinlich, hat er zugegeben, dass er Fehler macht, ja, Fred, in den Livestreams, aber doch nicht in den Ben-Ausgaben, du musst schon unterscheiden, ne, ähm, ich werde mich an das Bild mit der Cola nie gewöhnen, schreibt der Marc, Marc, du könntest aber nochmal schreiben, äh, nein, der Ionic springt öfter mal, Einmal ab, wenn man das Auto eingeschaltet lässt, wegen der Klimaanlage. Aha, also es war eine Ladeunterbrechung wahrscheinlich. Ähm, okay. Ähm, ja, Ralf, wir wissen es, aber bitte lass den Ralf machen. Der ist halt fröhlich über die 23. Wenn es seine Lieblingszahl ist, lass ihn doch machen. Wir haben ja den Slow-Mode und es soll jeder schreiben können, was er will. Ähm, die Schlappencam hat das Bild der Ladeleistung. Nee, da ist nur die Ladedauer mit 20, äh 49. Ich habe übrigens auch mal nachgerechnet, den Lade, die Ladeleistung in der Zeit. Ich kam auf 66 Kilowattstunden, also das mit den 68 Kilowattstunden sollte stimmen. Ähm, okay. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Wo sind wir denn? 21.41. Wir sind noch in der Zeit, aber langsam wird's eng. Und zwar vom lieben Jordans habe ich eine Mail bekommen, der schreibt, in Mainz ist eine Ladesäule unbenutzbar geworden, wobei, lieber Jordans, hier muss man ein bisschen kritischer sein wegen deiner Mail, aber ich lese erst mal vor, weil vorher eine Bushaltestelle eingerichtet wurde. Auf dem Foto sieht man, dass die Ladesäule mit Flatterband umwickelt wurde, die Parkplatzbeschilderung mit Säcken verhüllt ist und ein temporäres Bushaltestellenschild aufgestellt wurde. Auch ein Falschparker aus Bayern hat sich eingeschlichen. Entschuldigung, normalerweise fahren in dieser Straße keine Busse, in der parallel verlaufenden Straße ist eine Baustelle. Und deshalb, lieber Jordans, sage ich, das kann dann durchaus mal vorkommen, dass hier auch ähm, mal eine Ladesäule. Äh, ja, aber du argumentierst wahrscheinlich, dass man hier Parkplätze hätte nehmen sollen, wo keine Ladesäule steht, denn äh, die Parkplätze, ähm, die jetzt keine Ladesäule beinhalten, sind sicherlich weniger wichtig als die Ladesäule für jemanden, der mit dem Elektroauto kommt und nicht laden kann. Von daher gebe ich dir recht, man sollte sicherlich solche Ladesäulen doch priorisieren, doch ich nehme an, du meinst das so und damit hast du dann auch wieder recht und damit hast du mich auch wieder an Bord. Warum muss man Parkplätze absperren, wo eine Ladesäule steht und nimmt nicht Parkplätze, wo keine steht? Weil Elektroautofahrer müssen irgendwo laden können und Verbrennerfahrer können im Zweifel auch woanders parken. Also du hast recht. Ich schließe mich dir jetzt doch an und sage, jawohl, das ist nicht cool, lieber Jordans. Vielen Dank für das Foto, vielen Dank für den Hinweis darauf. Die Stadt war, hatte die, in Mainz. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Und die Ladesäulen, die umwickeln wir mal mit einem Flutterband. Ganz hervorragend. Hier hat er dann auch nochmal Going Electric die äh, Ladesäule nochmal äh, mitgebracht. Stadt wäre Mainz, aber hier ist dann auch schon gemeldet, dass beides nicht geht. Also mit anderen Worten, es ist ein Trauerspiel. Okay. Ähm, streitet euch nicht, ähm, bitte, Leute, bleibt im Chat auch lieb zueinander. Ähm, ich möchte doch, dass das hier ein familienfreundlicher äh, Stream ist. Also bitte, Love Channel, vertragt euch, Hagen dran, nicht mehr weiter drüber diskutieren. So, ähm, Sebastian schreibt, mir wurde gestern die Zufahrt zu zwei Parkhäusern verwehrt, in denen es die einzigen Ladesäulen im Ort gab. Mit dem Motorrad durftest du nicht reinfahren, warum das denn? Also ab und zu glaube ich echt, die sind alle, die wissen nicht, wie wichtig das ist. Ähm, okay. Seit wann gibt es die Säule in der großen lange Gasse? Keine Ahnung, Sidzi, kann ich ja mitreden. Meins ist eine nicht so schöne Stadt. Das ist ähm, ausgeblendet worden. Das blende ich auch aus. Das muss man ja nicht so hart schreiben. Das kann man auch lieber schreiben. Ähm, ach, jetzt habe ich sogar, glaube ich, eingeblendet versehentlich. Friedrich, das muss man so noch nicht schreiben. Wir wollen doch nett bleiben. So! Wir kommen zum nächsten Punkt. Und das ist dann auch nochmal gleiche, ja, wie soll ich sagen, gleiche Schiene. Auch nochmal vom Marc. Der war am Wochenende unterwegs. Und dieses Bild hat sich ihm geboten. Es steht ein, ich glaube, das ist ein Oblastra vor der Ladesäule, weil er nicht kapiert hat, dass das für Elektroautos ist. Also ich verstehe nicht, wie man das nicht kapieren kann. Und parkt die Ladesäule zu. Der Marc hat sich da aber nicht lange aufhalten lassen. Der ist auf den Fußweg gefahren, blockiert damit den Fußweg jetzt, aber es ist eine Notsituation. Was will er machen, wenn solche Deppen, ich nenne es jetzt mal ein Depp, der da, der da geparkt hat, ist in meinen Augen ein Depp. Ich sage es offiziell, meine Meinung ist ein Depp. Der hat die Ladesäule zugeparkt und der ähm, äh, Marc hätte jetzt warten müssen, bis der kommt oder hätte die Polizei anrufen können, um den abzuschleppen. Sowas geht gar nicht. Warum parkt er da? Das ist auf einer Autobahnraststätte, das sind genu bestimmt genug Parkplätze. Wahrscheinlich war ihm das andere äh, zu weit weg vom nächsten äh, Service oder wie das heißt. Also echt, könnte ich mich drüber aufregen. Mag ich entschuldige mich für diesen obelfahrer an der Stelle. Gut. Das haben wir soweit und ihr seht, ich drücke ein bisschen aufs Gas, damit es nicht zu lange wird. Und dann möchte ich noch sagen, ähm, am 22. August findet das 8. Ionic Treffen, Ionic and Friends Treffen statt. Und zwar im Mainfrankenpark Dettelbach am 22. August äh, um 11 Uhr. Ich habe auch schon mein Interesse angekündigt, also eventuell fahre ich dort auch hin. Es gibt hier auch so ein paar Informationen, die ihr beachten solltet, auch wegen C... -punkt -punkt, ihr wisst schon... Ablauf wird sein, ab 11 Uhr ankommen, Ladezeit. Er wird also geladen. Um 12.30 Uhr gemeinsame Speisen im Restaurant. Buh, 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 buh. Hier schreibt er was von Miss Pepper. Wenn ich das richtig sehe, gibt es da einen Burger King? Wieso denn Miss Pepper? Was ist denn da wieder schiefgelaufen? Was stimmt denn mit den Ionic Friends? Mit, mit den Ionics und Friends, was stimmt denn mit denen nicht? Ich dachte, Ionic-Fahrer, die hätten auch Geschmack, die gehen zu Miss Pepper statt zu Burger King. Das ist doch ein Skandal. Da kannst du ja gleich ähm, alkoholfreies Weizen pur trinken. Leute, 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 ich weiß nicht, nehme ich mein Interesse wieder zurück oder fahre ich trotzdem mal hin? Naja, ich muss es mir mal überlegen. Also vielleicht bin ich dann auch dort, vielleicht sehe ich auch ein paar von euch, würde mich freuen. Ähm, ich muss halt sehen, ob es zeitlich passt, ist an einem Samstag. Und hier steht dann auch nochmal, dass man aufgrund der Gesundheitsverordnung sich nochmal anmelden muss an ionic treffeneller netde Das also bitte bedenken. Gut, also wir haben in einer Stunde 17 doch tatsächlich alle Themen abgehandelt, die ich abhandeln wollte. Ich meine nichts vergessen zu haben. Nein, das passt. Was ist das hier hinten für ein Link? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ach so, das ist der Link mit der österreichischen Villa, mit dem großen, schalldichten und belüfteten Raum im Keller, 50 Quadratmeter, wofür auch immer der gut sein mag. Und jetzt an dieser Stelle ähm, werde ich das Gewinnspiel auflösen und danach werden dann die ganzen äh, Kaiser, die heute dazugekommen sind, auch entsprechend intronisiert. Die müssen natürlich auch ähm, entsprechend abgefeiert werden. Nach dem Gewinnspiel ist also der offizielle Teil des Streams zu Ende, aber wir machen dann noch ein bisschen Unsinn. Ganz klar, Unsinn muss sein. So, hier haben wir jetzt noch mal den ähm, Gegenstand. Da liegt er. Ihr habt jetzt noch mal die Gelegenheit, während ich mir die Äh-Schlappen wieder anziehe, weil ohne Schlappen zum Gewinnspielstuhl laufen, das geht ja gar nicht. So, erstmal den rechten Schlappen. Ah, ah. So, ich äh, äh, spiele auch schon mal die Abholmusik ein. So, spielt die auch schon? Mal gucken. Ja, die spielt auch schon. So, jetzt geht's auf. Ah. Ah. So, die Elche sind an. Ich mach das mal gerade groß. Ah, sind sie nicht schön? Ganz ehrlich. Also sie machen auch einen schlanken Fuß. Okay, ich decke auf, es kann, sobald ich ähm, den Gegenstand in der Hand habe, kann nicht mehr geraden werden. So. Das mit Zeit. Das könnt ihr noch ein bisschen mithaben. Da liegt der Gegenstand. Und jetzt kann nicht mehr geraten werden, ist es rum. Ich weiß nicht, ob ich sogar diesen, diesen Gegenstand schon mal in einem Gewinnspiel hatte. Ich wollte es euch heute also doppelt und dreifach leicht machen. Also noch leichter als das kann man es nicht machen. Dennoch glaube ich nicht, dass jemand draufgekommen ist. Vorhin fiel ganz kurz der Begriff Klimaanlage. Das war schon dicht dran, denn es handelt sich, sieht man das? Um eine Fernbedienung für ein Samsung Klimasplitgerät, welches bei mir im Schlafzimmer hängt. Wer hat von euch Fernbedienung für Samsung Klimasplitgerät? Der gewinnt das fantastische Breaking electro News. Moment, das ist Werbung. Achso, ich hatte sowieso die ganze Zeit Werbung eingeblendet. Ne, dann ist egal. Ist nochmal Werbung. Der gewinnt das Ben Breaking electro News T-Shirt natürlich in der Premium Variante. Denn so bin ich. Ich bin einfach großzügig. Ich hau die Dinger raus in den Gewinnspielen wie andere warme Semmeln. So ist er oder Michi von wegen Sparbrötchen. Einer der großzügigsten YouTuber in ganz Hessen. Ah, ganz Deutschland. Ich würde sogar sagen ganz Europa. Ich denke, man kann behaupten, großzügigster YouTuber weltweit. Wo gibt es schon jemanden, der so viele T-Shirts raushaut wie ich? Okay. Ja, jetzt raten sie alle wieder richtig. Das ist leider alles zu spät, soweit ich das beurteilen kann. Lieber Frank Engel, man kann es ja mal versuchen. Jetzt ist es aber zu spät. Ähm, kein Magnum Mandel, wie ich ganz richtig geraten habe. Kein Magnum Mandel, schreibt der Folger. Ja, aber nicht richtig raten gibt keinen Gewinn, lieber Folger. Schon wieder der Otto. Ah, der Otto hat jetzt schon wieder gewonnen. Jetzt sind wir also beim Otto. Äh, nee, ich denke, er hat es wieder nicht, der liebe Otto. Ich muss jetzt aber auch die Colas mal zudrehen, sonst verlieren die ja ihren ganzen Geist. Äh, viel zu einfach wie immer, schreibt der Ex-Westfale. Hab auch eine Samsung-Splitanlage in TH, schreibt der Rindy. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die hatte ich dieses Jahr sogar schon zwei, dreimal an, weil es nämlich echt warm war. Ähm, Frank Engel hat es ohne Samsung. Ja, aber er hat es zu spät, Andy. Er muss dann schon einen Zeitstempel, ich gucke mir es aber nach dem Stream nochmal an. Wir haben jetzt 1.51, wenn er es rechtzeitig hatte, ähm, dann schick mir einfach eine Hardcopy, wann du es richtig geraten hast, Frank, und dann gucke ich mir das auf jeden Fall an. An Break, äh, äh, reporter at breaking-elektro-news.de reporter at breaking-elektro-news.de Und dann schaue ich mir das an. Okay, und jetzt kommen wir zur Intronisation unserer... Kaiser, ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ich habe das Schwert zur ähm, Ernennung der einzelnen Sappelkaiser hier. Und ich werde die jetzt alle namentlich aufrufen und sie bitten, vor dem Bildschirm Aufstellung zu nehmen. Der Itlam, das bin nur ich, der Marc, der Christian, ähm, die Jenny, ähm, der Joachim, ähm, der Bündelfungo, ähm, der Fred ist nur König, die müssen wir außen vor lassen, wir müssen hart sein, der Jürgen, der Rindy, der Steff, der Stefan, hey, das gibt's ja nicht, der Dieter, ähm, der Don Carlos, das ist ja Wahnsinn, der Uwe, Leute, ihr seht die Dollarzeichen in meinen Augen, der Bruno und der Alf, also der, ähm, der Seso ist Prinz, auch vielen Dank dafür, aber diejenigen bitte ich jetzt Ausstellung zu nehmen vom PC, ich das auch natürlich im Stehen. So, ähm, ich ernenne euch Kraft der äh, Kompetenz, die mir von YouTube verliehen wurde, zu offiziellen Ben Sappelkaisern. Herzlich willkommen im äh, Sappelstart mit den höchsten Ehren, die man auf YouTube für Geld erwerben kann. Äh, ihre Gnaden. So, haben wir das auch? Wir haben alle Kaiser entsprechend intronisiert. Ich hoffe, das ist das richtige Wort dafür hochoffiziell. Ihr könnt euch also glücklich schwätzen mit einem 30 Zentimeter Lineal. Und für alle, die von euch jetzt sagen, das sind nicht 30 Zentimeter, doch sind's wohl. Hier es nämlich 30 Zentimeter. Gut. Ähm, viel Erfolg den Kaisern bei der Mitregentschaft. Ja, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Das gilt natürlich für alle Suppel kaiser Die Verantwortung liegt nicht nur darin, euren Beitrag zu zahlen. <laughs> sondern übrigens auch nochmal als Tipp für alle, ich habe mich inspirieren lassen, ich möchte auch an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Shoutout an den Erich, an das bin nur ich, ähm, rausgeben, denn der hat mich überhaupt auf die Idee gebracht und auch auf die Idee, was man noch als zusätzlichen Vorteil für diese Kaiserstufe im Kanalmitgliedprogramm noch bringen kann. Diejenigen, die jetzt also äh, Sub-Kaiser sind, die zahlen extra, damit sie dann über einen Rabattgutschein, wenn sie das denn möchten, nochmal Geld für den Merch ausgeben können. Und äh, das fand ich so genial vom Erich, diesen Vorschlag. Der hat das wohl auch bei einem anderen YouTuber gesehen, dass man mehr bezahlen muss, um dann noch mehr auszugeben, auch wenn man dann einen Rabattgutschein bekommt, aber trotzdem gibt man ja mehr aus. Das fand ich so genial. Das ist wie so eine äh, Zirkelfunktion, wo dann äh, Excel immer sagt, äh, Zirkelfunktion oder so ähnlich nicht zulässig. Ne, und so finde ich das. Und deshalb finde ich das äh, vom Erich genial. Und deshalb, Erich, vielen Dank für deine Subble Kaiser Mitgliedschaft und natürlich auch für die Idee. So, ähm, den Kaiser Till kannst du immer kaufen, Andi. Und wenn du es jetzt noch kaufst, dann werde ich dich am Ende des Streams auch noch intronisieren. Aber jetzt möchte ich mich erstmal bei allen Kanalmitgliedern bedanken. Wobei ich auch sagen muss, in Zukunft werden die Sabbelprinzen, weil es einfach mittlerweile schon recht viele sind, muss man einfach sagen, und dafür bin ich euch allen super dankbar, die Sabbelprinzen werde ich zukünftig in einem Laufband einblenden. Die werden aber in jedem Stream natürlich auch, wenn ein neuer dazukommt, namentlich genannt, weil auch die Sabelprinzen sind Blaublüter und sind hochgeschätzt von mir, wie jeder Einzelne, der mich unterstützt, hochgeschätzt ist, denn das ist nicht selbstverständlich und deshalb an alle da draußen, die mich auf welche Art und Weise auch immer unterstützen, Vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommen wir aber heute ein letztes Mal zu den Kanalmitgliedern, die ich vollständig vorlesen werde. Ähm, und das sind mittlerweile über 100. Und das ist schon, um genau zu sein, 101. Und das ist schon eine ganze Menge und hätte ich nie für möglich gehalten, dass das mal so viele Staatsmitglieder werden. Wir fangen aber wie immer an mit dem Markt. Da ein herzliches Dankeschön. Die Kaiser von heute habe ich ja schon alle nochmal extra genannt. Also Mark bleibt für immer der erste, das erste Kanalmitglied, also solange er natürlich Kanalmitglied ist, muss er ja natürlich auch nicht, ganz klar, aber damit hat er natürlich einen ganz besonderen Platz bei mir, weil er ähm, praktisch die Kanalmitgliedschaft eröffnet hat. So, wir kommen zu den Kanalmitgliedern. Ich bedanke mich bei Don Carlos, bei Stefan, bei Dieter, bei Das bin nur ich, bei Steff, bei Uwe, bei Alf, bei Itlam, bei der Seso, bei Bündelfunker, bei Jenny, aka Wisst schon, bei Bruno, bei Joachim, bei Christian, bei Marc, bei Rindi, bei Jürgen, bei Fred, bei Klaus, bei Stefan, bei Ralf, bei Andreas, bei äh, Balance Nünnü, bei Inselpirat, bei Sven, bei Philipp, bei Tesla Grinsen Reki, bei Elektro-Betty, bei Albin, bei Josef, bei Julian, bei Tesla Rosso, bei TE Magazin, bei Michael Schewe, bei Space Dust, bei Starfox, bei Enrico, bei Philipp, bei Janis, bei Heini, bei Kim, bei Schlaverel, bei Taxi Taxi, bei Jörg Reh, bei Markus MP3P, bei Spaßpital, bei Nordisch, bei Nature, bei Dieter, bei elektrischer 71er, bei Markus, bei Biokatze, bei Thomas, bei Seven Vampire, bei Andy mit eben, bei Christian, bei Thomas, bei Philbert, bei Höhenfrank, bei Kimi, bei Elektrohorst, bei Olli, bei Olaf, bei Alien, bei Stromhummel, bei Holger, bei Elektronerd, bei Stefan, ähm, bei Manfred, bei Olaf, bei Technikfan, bei Dirk, bei Andreas, bei Hans-Peter, bei Kom 83 bei Neuzeiter, bei Dirk, bei Quatschkowski, bei Christian, bei Küssenstromer, Marcel, bei Tobias, bei Ralf, bei Arkan, bei Samokwei, bei Klaus, bei Kurt, bei MGA, bei High Highlander, bei Grünkrauter, bei Tetzach, bei Zemel, bei Tobi, bei Grossi. Bei Nikolas, bei Garnelenonkel, bei Kai Uwe, bei Kleiermann, bei Christoph, bei Jürgen, bei Thorsten und beim Christian. Ach so, dann ist noch einer. Ich muss einmal weiter scrollen, weil die erste Seite reiten nicht mehr. Und bei Smart Andy, der auch die Fotos vom EQA geschickt hat. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie gesagt, Sabelprinsen in Zukunft ähm, äh, als Laufband, damit ich hier ein bisschen meine Stimme schonen kann. Ich hoffe, die Sabbelprinsen sind deshalb nicht böse. Aber ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Dann möchte ich mich bei allen Patreons herzlich bedanken. Wäre ihr Edit bei Andreas, bei Markus, bei HK Rönert, bei Philipp, bei Michael, bei Dirk, bei Neuzeitler. HK Rönert hat mir auch gesagt, ich kann seinen Vornamen einfach nur nennen, aber ich kann es mir einfach nicht merken, H.K. Rönert. Da muss ich nochmal nachlesen in der äh, Mail, die du mir geschickt hast. Bei Neuzeitler, bzw. Martin, bei Rindi, bei Peter, bei Stefan, bei Jörn, bei Joachim, bei Klaus, bei David, bei Christian, bei Klaus, bei Christian, bei JKIV, e. bei Joachim, bei Carsten, bei Markus, bei Daniel, bei Don Carlos, bei Ralf, bei Benedikt, bei Andreas, bei Friedhelm und bei Benno. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vere Eprische, Edit? Und dann gucken wir nochmal Paypal, weil ab und zu kriege ich da auch noch Unterstützung und ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Vielen herzlichen Dank dafür. Auch heute ist es wieder soweit. Der Joachim hat 5 Euro gespendet. Joachim, vielen Dank dafür. Für das nächste Bier. Prost. Dankeschön, Joachim. Auch regelmäßiger Unterstützer. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ebenfalls regelmäßig der Folger. 5 Euro hat er springen lassen. Schreibt. Aber nicht gleich alles mit Alkoholfreiheit im Weizen versaufen. Coke Light habe ich ja selbst gerade, weil Zero alle war. Also wir haben hier noch einen Cola Light Vertreter mit dem Folger. Und dann noch der Ernährende, der liebe Ralf. Und nochmal vertragt euch bitte untereinander. Ähm, und der schreibt, ähm, schreibt gar nichts. Er hat einfach 15 Euro springen lassen. Lieber Ralf, lieber Ernährender, auch dir vielen Dank für die immer wieder, wiederkehrende Unterstützung über Paypal oder was auch, äh, auch über andere Kanäle, vielen herzlichen Dank dafür. Gut, jetzt gucke ich ein letztes Mal noch in den Livestream, bevor wir ähm, äh, dann rüber zu Twitch we äh, wechseln, wenn dann jemand äh, wechseln will. Ich sehe gerade, wir haben einen neuen Sabelkönig dazu bekommen. Lieber Garnelenonkel, herzlich willkommen. Nee, du hast abgegradet ne? Du warst schon Sabelprinz. Genau, du warst ja schon Sabelprinz. Vielen Dank für das Upgrade. Very appreciated in hard times, ne? Damit haben wir einen weiteren König. Und jetzt gucke ich nochmal, was sie so schreibt. Oh, hier war gerade ein trauriges Smiley. So ein Verbrenner musste hier mit seinem offenen Auspuff wieder Vollgas geben. Immer dieser Krach. Schreibt Ultra Wore, kann ich nachvollziehen, ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören. Diese spektare wobei ich hatte als, als junger Mann, nur zwischen 19 bis 26, hatte ich einen BMW 325 e 30 wo dann irgendwann der Auspuff kaputt war und ich habe es gefeiert. Und das ist halt, wenn man jünger ist, dann hat man halt so Unsinn im Kopf. Das ist einfach so. So, wir gucken nochmal. Äh, Olaf Lörke, ich habe dich nicht vergessen. Olaf, habe ich dich vergessen? Wenn nicht, an dieser Stelle, lieber Olaf, nochmal ein extra Hallo und ein extra Dankeschön für die Unterstützung. So, ähm, der Marc scheint zu gehen. Marc, Nächtle. Jetzt muss man schon König sein, um vom Feinde her genannt zu werden. Ja, Andi, du siehst, es kratzt schon leicht. Ich muss jetzt auch noch den Twitch-Stream durchbringen. Äh, ähm, die Stimme wird nicht besser. Ähm, der Videotux ist schon bei Twitch. Ich hoffe, wir sehen uns da gleich. Was ist der Unterschied zwischen Spaß und Deutschland? Gibt keinen, weil in Deutschland verstehen wir Spaß. Wo bleibt jetzt das Laufband? Alter Lügenbeutel. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich muss jetzt mal sehen, wie das überhaupt geht. Vielleicht werde ich beim nächsten Stream auch nochmal alle vorlesen. Das kann sein. So, ich habe den Frosch geküsst. Was kam raus? Ein Sabelprinz. <laughs> ja, Friedhelm. Äh, Friedrich, was soll ich dazu sagen? Jetzt auch noch hier Friedhelm. Oh je, je. An dieser Stelle, bevor wir jetzt den Stream offiziell beenden, nochmal... Ein ganz großes Entschuldigung, liebe Jenny, dass ich schon wieder den Vornamen. Aber es hört sich halt auch ähnlich an, ne? obwohl man es natürlich niemals verwechseln darf. Jenny, Jenny, Jenny. Ich lasse mir das wahrscheinlich jetzt auf die, Strie, äh, auf die Stirn tätowieren, damit ich es nie wieder vergesse. Okay, also ich sage an alle Guts-Nächtle, die wir die jetzt nicht mit rüber zu Twitch äh, wechseln, wir werden auf Twitch noch mal über das Thema Ladestrom entsprechend sprechen. Ihr könnt dann auch in der Liste das mitverfolgen, das können wir also gemeinsam machen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten heute Abend. Es war ein sehr, ja, ein, ein bisschen infantiler Stream heute. Ich habe mir ein paar Gags einfallen lassen, um auch die österreichischen Freunde ein bisschen zu versöhnen. Dafür entschuldige ich mich. Der nächste Stream wird dann hoffentlich wieder ein bisschen seriöser. Also vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für die Unterstützung. Euch einen schönen Abend, eine schöne Arbeitswoche. Bis nächsten Sonntag spätestens. Tschüss. So, ich habe noch gar nicht den, äh, den Happy Birthday Kuh noch nicht eingeblendet. Und Moment, ich habe noch noch was. Was habe ich denn noch? Oh nee, das ist falsch. Was habe ich denn noch? Ach, ich habe noch hier Komfort, aber das sieht man jetzt nicht. Mal falsch platziert. Gut, dann gucken wir noch kurz das, das äh, die Kuh mit dem Nashorn. Happy Birthday. Ich glaube, das äh, Birthday muss ich irgendwie das Birthday muss ich rauslöschen. Aber egal, ist trotzdem schön.